Ich freue mich, dass Sie aus der Mittagspause zurück sind. Begrüße Sie zu dem Nachmittag des Kolloquiums von der Heinrich-Böll-Stiftung und Medica Mondiale zur sexualisierten Kriegsgewalt seit dem Zweiten Weltkrieg, den Bedingungen, den Vorkommnissen und den Folgen. Und wir haben genau diese Ausbreitung sexualisierter Kriegsgewalt, die Strukturen, die dem unterliegen und die Langzeitfolgen in den vorherigen Podien in den Mittelpunkt unserer Diskussionen gestellt. Vor allen Dingen stand im Mittelpunkt die historische Erfahrung der Massenvergewaltigung durch insbesondere diesmal auch mit dem Fokus auf die westlichen Alliierten in Deutschland. Und es ist eben noch mal wieder deutlich geworden, dass sexualisierte Kriegsgewalt nicht als isoliertes oder als unvermeidbares Ereignis zu betrachten ist, sondern dass es dem Strukturen unterliegen und dass es die strukturelle Gewalt auch in patriarchalen Gesellschaften ist, die stärker in den Blick genommen werden muss. Das wollen wir auch mit diesem Podium noch einmal deutlicher machen, noch mal sozusagen vor dem Hintergrund, wie wir es auf dem letzten Podium diskutiert haben, vor dem Hintergrund des Umgangs mit den Betroffenen, mit dem individuellen Umgang mit den Betroffenen, wollen wir jetzt auch noch mal stärker sozusagen den gesellschaftlichen Umgang mit Betroffenen diskutieren. Und das heißt eben auch noch mal über mögliche Handlungsoptionen auch auf politischer Ebene zu sprechen, also politisch im durchaus breit gefassten Sinne, was sozusagen die ganze Gesellschaft einschließt, aber eben natürlich auch politische Institutionen und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Was kann bzw. was muss konkret getan werden, um sexualisierte Kriegsgewalt einerseits zu verhindern und andererseits in Nachkriegskontexten konstruktiv zu bearbeiten? Welche Instrumente stehen uns bereits zur Verfügung, also uns, der Zivilgesellschaft, uns, den Gesellschaften, die sich dem Problem stellen? Und welche haben sich bereits als wirksam erwiesen oder weniger wirksam? Welche Akteurinnen und Akteure stehen in der Verantwortung, dass etwas geschieht und müssen auch stärker zur Verantwortung gezogen werden? Wenn wir diese Diskussion beginnen, ist eigentlich klar, dass weder die Diskussion noch die Politik jetzt bei Null stehen und wir bei Null beginnen. Es wird inzwischen sexualisierte Kriegsgewalt, wie sie in Ruanda oder bei dem US vorgekommen ist, zu wenig, zu selten, aber sie wird scharf verurteilt. Und es ist auch so, dass man durchaus sagen kann, die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im Privaten und als Kriegsstrategie steht auf der internationalen Agenda der Vereinten Nationen, etwas, was wir auch auf dem Podium vorhin schon angerissen haben. Doch das reicht nicht. Das ist etwas, was Medica Mondiale und andere Organisationen immer wieder kritisieren und betonen. Es reicht nicht. Die Frage ist, woran mangelt es? Mangelt es am politischen Umsetzungswillen? Mangelt es am Geld? Mangelt es an Fachlichkeit oder an Empathie oder an allen Dingen zusammen? Und diese Fragen möchte ich jetzt aus politischer, aus rechtlicher und aus zivilgesellschaftlicher Perspektive erörtern. Und das möchte ich eigentlich mit drei Referentinnen machen. Und wir sind da ganz zuversichtlich, dass die dritte Referentin noch kommt. Sie ist auf dem Weg. Von wo fragen wir jetzt nicht? Sie ist auf dem Weg. Und ich begrüße zunächst Silke Stutzinski. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Stutzinski. Und ich begrüße Monika Hauser auf dem Podium. Und wir beginnen auch mit dir, Monika. Du, dich muss ich jetzt nicht mehr vorstellen. Was ich aber schon noch sagen sollte, ist, dass es eben auch von euch bereits im letzten Jahr ein Positionspapier gegeben hat, in dem Medica Mondiale eine feministische Außen- und Asylpolitik, war da der Schwerpunkt, fordert. Und genau, sage ich mal, zu diesem, ich sag mal so, zu dieser Generalforderung wirst du uns jetzt noch etwas mehr erläutern. Also es braucht, das ist völlig klar, wir müssen das nicht mehr in Frage stellen, eine feministische Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik und wie die im Einzelnen, nee, nicht wie sie aussehen kann, aber sozusagen welche Forderungen ihr damit verbindet. Das möchten wir jetzt gern von dir hören.
Vor knapp 3 Jahren verkündete die schwedische Ministerin Margot Wallström, dass sie im Rahmen ihrer Amtszeit eine feministische Außenpolitik gestalten wolle. Als sie ihren Worten kurz darauf auch Taten folgen ließ und sie einen Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien platzen ließ, stieß das nicht nur auf Liebe, vielmehr hagelte es zum Teil harsche Kritik dagegen. Doch was macht eigentlich eine feministische Außenpolitik aus? Und warum ist eine solche Politik wichtig für globale Gerechtigkeit und Frieden? Mit Margot Wallström verbindet mich eine langjährige Arbeitsbeziehung. Es ist noch nicht lange her, dass wir genau diese Fragen während eines Treffens in Stockholm diskutiert haben. Spätestens seit ihrer Tätigkeit als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs setzte sie sich sehr engagiert und konsequent für die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten ein. So überrascht es auch nicht, dass sie dieses Anliegen nun zu einem zentralen Bestandteil ihrer feministischen Außenpolitik gemacht hat. Übrigens kann natürlich nicht nur die Außenpolitik eine feministische Lesart haben, sondern kann nur wirklich wirksam sein, wenn die ganze Regierung hier Hand in Hand arbeitet. Der schwedische sozialdemokratische Regierungschef wollte 2014 die erste feministische Regierung der Welt bilden, denn er meinte, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine demokratische Selbstverständlichkeit sei und zugleich der Lösung vieler Herausforderungen, vor denen die moderne Gesellschaft heute steht, diene. Ich möchte nun einige meiner Ansicht nach wesentliche Elemente darstellen, die eine solche feministische Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik beinhaltet, um wirksam zur Bekämpfung von sexualisierter Kriegsgewalt beizutragen. Hierfür werde ich 2 Thesen formulieren und begründen. These Nummer 1: Die wirksame Bekämpfung von sexualisierter Kriegsgewalt bedarf einer transformativen Politik, die bei den zugrunde liegenden Ursachen ansetzt und zum Ziel hat, Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen. Seit 25 Jahren unterstützt Medica Mundiale Frauen und Mädchen, die diese Formen der Gewalt überlebt haben. In dieser Zeit, das haben wir heute Morgen schon gehört, hat das Thema zunehmend Beachtung gefunden, auf politischer Ebene, international und auch hierzulande. Der Einsatz von sexualisierter Kriegsgewalt wurde als strategisches Mittel der Kriegsführung weltweit geächtet. Aber wir sehen auch, dass das Thema häufig genug von Politik und Medien skandalisiert und sensationalisiert und auch da, wo es gut passt, zum Beispiel politisch instrumentalisiert wird. Die Bomben beispielsweise gegen die Taliban 2001 wurden von der Bush-Administration auch mit den verletzten Frauenrechten der Afghaninnen begründet. Die wirklich systematische, langfristige Unterstützung afghanischer Frauenrechtsaktivistinnen hingegen blieb aus. Sicher, es hat in den letzten Jahrzehnten einige Meilensteine der Verbesserung gegeben. Auch das haben wir heute Morgen schon gehört. Internationales Strafrecht und nationale Gesetzgebungen wurden um sexuelle Straftatbestände aufgestockt. Davon hören wir gleich von Silke Studzinski noch mehr. UN-Sicherheitsrat, UN-Vollversammlung, EU-Parlament, alle haben sie sich in den letzten 25 Jahren mit diesem Thema immer wieder mal befasst, wortstarke Resolutionen, Statements verabschiedet, Untersuchungskommissionen eingesetzt. Ich gucke Heidi Meinzold an von WILPF oder Terre des Femmes, wir alle wurden dann immer wieder mal eingeladen, um uns zu äußern zu dieser Thematik. Aber eine systematische Behandlung dieses Themas haben wir nicht gesehen. Und wie viele Konferenzen gab es in den letzten Jahren zu Resolution 1325? Die Berichte könnten sicherlich halbe Bibliotheken füllen. Eine ernst gemeinte Politik jedoch, die darauf abzielt, dieses Unrecht präventiv zu verhindern oder aber die langfristigen Folgen der Gewalt konstruktiv zu bearbeiten, wie wir es auch partiell heute Morgen von Frau Rettemann gehört haben. Diese Form der Politik sehen wir selten. Dafür müsste ein eindeutiger politischer Wille her und etwas Geld in die Hand genommen werden, um diese Resolution durchzuführen, um zivile Krisenprävention in unserem Sinne durchzuführen. Ich sage etwas Geld in die Hand genommen werden, weil es wäre letztendlich Peanuts im Vergleich zu militärischen Ausgaben. Dabei belegen empirische Erkenntnisse längst den Zusammenhang von Geschlechtergerechtigkeit und Frieden. Nehmen Frauen beispielsweise direkt Einfluss auf Friedensverhandlungen als Beobachterinnen,
als Mediatorinnen, Verhandlerinnen oder Unterzeichnerinnen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Friedensabkommen auch halten, exponentiell. Was wir aber sehen, ist, dass die Gewalt überall weitergeht. Wir haben heute Morgen von Syrien gehört, im Kongo, überall. Trotz 1325, trotz vieler Lippenbekenntnisse geht die Gewalt weiter. Als auch, dass wir sehen, dass die Realität des andauernden Kontinuums, auch darüber ist geredet worden, immer noch größtenteils ignoriert wird. Eine Realität im privaten und öffentlichen Raum vor, während und nach bewaffneten Konflikten. Und immer noch wird sexualisierte Kriegsgewalt vielfach nur als isoliertes Ereignis betrachtet, was uns im Kampf gegen diese Gewaltformen wirklich kein Stück weiterbringt. Feministische Politik beleuchtet also die strukturellen politischen und gesamtgesellschaftlichen Bedingungen, die diese Verbrechen erst ermöglichen, und setzt in seiner Analyse genau da an. An den Folgen der Gewalt im Allgemeinen und die der sexualisierten Gewalt im Besonderen haben individuell Betroffene, deren Angehörige und schließlich die gesamte Gesellschaft aufgrund der gesellschaftlichen Dynamik von sexualisierter Gewalt über Generationen zu tragen. Das hat Frau Redemann ausgeführt, aber mir ist es sehr wichtig, einfach das auch nochmal zu betonen. Oft folgt dem Trauma der Gewalterfahrung das Trauma der Stigmatisierung. Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Stigma und transgenerationaler Traumatisierung würden hier in hohem Maße friedensbildend wirken. Ein trauriges Beispiel dafür ist der Umgang mit Überlebenden in Bosnien-Herzegowina. Nach über 20 Jahren schilderte eine Bosnierin, eine ehemalige Klientin von Medica Senica, ihre Erfahrungen wie folgt. Ich glaube nicht mehr an Gerechtigkeit. Für mich ist das, was passiert, ein lächerlich Machen der Opfer. Nicht sonst. Diese Aussage spiegelt sehr gut die Erfahrungen wider, die wir in verschiedenen Ländern machen. Betroffene Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungs, werden von der Politik und Gesellschaft weitestgehend alleingelassen. Der Umgang mit den Folgen von sexualisierter Gewalt und den damit einhergehenden Traumata wird individualisiert. Überlebende bleiben auf der Last sitzen und müssen sehen, wie sie damit klarkommen. Das haben wir sehr, sehr deutlich gehört über die Frauen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Und das müssen wir leider auch für sehr viele Überlebende in heutigen Kriegs- und Nachkriegsgebieten sagen. Unterstützung erhalten die Menschen oftmals nur von unabhängigen Frauenorganisationen oder in solidarischen Frauengruppen. Diese bieten ihnen psychosoziale und rechtliche Beratung an. Und unser Bestreben ist seit 25 Jahren, langfristige und nachhaltige Unterstützungsstrukturen aufzubauen, denn die Probleme sind langfristig und, wie bereits gesagt, generationenüberspannend. Wir sprechen mittlerweile davon, dass solche Projektarbeit, also Menschenrechtsarbeit und Traumaarbeit, eine Generation lang gemacht werden muss. Da können wir natürlich mit Einjahresanträgen vom Auswärtigen Amt oder Zweijahresanträgen von der EU sind ein schwieriger Zugang, wenn wir von einer Generation Arbeit sprechen. Das heißt, auch hier gilt es immer wieder auch, Aufklärung zu leisten und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Arbeit nur langfristig wirklich transformativ wirken kann. Für uns ist es deswegen auch klar, dass wir unsere Kolleginnen in Bosnien oder Kosovo auch nach 25 Jahren selbstverständlich weiter unterstützen, weil diese Arbeit dort eben auch weitergeht. Um der gesellschaftlichen Dynamik entgegenzuwirken, bedarf es einer ganzheitlichen, stress- und traumasensiblen Unterstützung von Überlebenden. Also direkte Hilfsangebote kombiniert mit gesamtgesellschaftlicher Aufklärung und Bearbeitung. Und es müssen die Familien und die Communities einbezogen werden. Wir sprechen hier von einem multisektoralen Ansatz, wo wirklich alle Ebenen eingezogen werden. Fachjargon hieße Track 1, 2, 3, also die staatliche Ebene, die Ebene der Institutionen, Krankenhaus, Polizei etc., aber auch auf Dorfebene, die Dorfältesten, die religiösen Autoritäten, Frauengruppen etc. müssen einbezogen werden in die Bewusstseinsarbeit, damit hier wirklich die Beziehungen, die Interlinkage-Beziehungen zwischen den Ebenen gelingen können, denn nur so kriegen wir auch effiziente Schutzstrukturen für die Frauen hin. Für uns ist es auch schon lange so, dass wir Gesundheits-, Justiz- und Sicherheitssektor, dass wir dort Schulungen machen,
weil wir eben gesehen haben, wie wichtig es ist, diese Institutionen mit einzubeziehen. Nochmal auf diese Regionen geschaut, es kann einfach nicht angehen, dass Politik und Gesellschaft hier keine Verantwortung übernehmen. Gewalt und Trauma, das haben wir heute, glaube ich, ziemlich ausführlich dargestellt bekommen, sind politisch zu betrachten und erfordern als Konsequenz auch politisches Handeln. Ich habe davon gesprochen, Margot Wallström versteht unter feministischer Politik als erstes natürlich eine feministische Analyse unter Geschlechterperspektive. Also eine Situationsanalyse, die durch die feministische Linse erfolgen muss. Aber als zweiten Schritt geht es natürlich auch darum, dass Frauen Rechte, Repräsentation und Ressourcen bekommen, damit sie wirklich Zugang haben zu Gesundheitswesen, zu Justiz, zu Bildung, zu politischer Teilhabe. Das alles sind wirksame Mittel gegen weitere Gewalt. Denn diese Verbrechen geschehen ja nicht einfach so. Es wird zugelassen, dass sexualisierte Gewalt ausgeübt wird, dass die Täter und Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden und dass Überlebende keine adäquate Unterstützung erhalten. Und auch hier können wir nach Bosnien schauen. Obgleich die systematischen Vergewaltigungen in den Jahren 92 bis 95 weltweite Empörung hervorriefen, hat sexualisierte Gewalt zum Beispiel im Friedensabkommen von Dayton null, keine Rolle gespielt. Und eine der Folgen sehen wir bis heute. Eine wirklich kollektive Aufarbeitung des Unrechts hat in dieser Region in keinster Weise stattgefunden. Die Folgen sind, dass sich der Gewaltzyklus fortsetzt, dass sich Trauma auf die nächste Generation überträgt und dass Friedensprozesse in hohem Maße dadurch untergraben werden. Zusammenfassend können wir also folgende Linie sehen: Weil weder lokale und sehr häufig auch nicht internationale Politik die Frauenrealitäten wirklich im Blick hat, weil die Frauen nicht an den Friedensprozessen beteiligt sind, weil sich ihre Realitäten aber in den Nachkriegskontexten verschärft, stehen sie aufgrund ihrer Schwächung durch die Traumasymptomatik auch nicht für Wiederaufbau und Demokratisierung zur Verfügung. Fatal gerade auch dann, wenn wir wissen, dass Frauen, wie das eine liberianische Kollegin formuliert hat, das Backbone einer traumatisierten, desorientierten und fragmentierten Gesellschaft sind. Was sollte also deutsche Politik zur Transformation beitragen? Erstens bedarf es überhaupt erstmal eines politischen Verständnisses von geschlechtsspezifischer Gewalt und Trauma. Es geht hier nicht um Charity. Es geht hier nicht um singuläres, individuelles Vorkommen, sondern darum, Menschenrechte für die Hälfte der Bevölkerung umzusetzen. Nur so kann nachhaltiger Frieden gelingen. Und das ist ja etwas, was sich die jeweiligen Bundesregierungen sehr ernst nehmen und gerne auf ihre Fahnen schreiben, nachhaltigen Frieden gestalten zu wollen. Also müssen auch die Unterstützungsansätze diesen gesellschaftspolitischen Blick haben. Dann sollte die Bundesregierung natürlich Projektaktivitäten von lokalen Frauenorganisationen vor Ort fördern. Und dabei, ich habe das schon gesagt, möglichst mehrjährige Förderungen anstreben und dabei wirklich darauf achten, dass es sich um einen ganzheitlichen und multisektoralen Ansatz handelt. Dann natürlich sich politisch konsequent für die Durchsetzung der Rechte von Überlebenden einsetzen. In Afghanistan zum Beispiel haben wir ein Antigewaltgesetz, was Karzai 09 akzeptiert hat und wonach die Kolleginnen, die Juristinnen von Medic Afghanistan auch gearbeitet haben und doch viele Frauen aus dem Gefängnis frei bekommen haben, weil sie wegen sogenannter Moral Crimes inhaftiert wurden und es auch geschafft haben, Vergewaltiger oder vergewaltigende Ehemänner hinter Gitter zu bringen. Dieses IVALON, wie das heißt, dieses Antigewaltgesetz, ist nun wieder in Frage gestellt, weil es ein neues Strafgesetzbuch gerade aufgelegt worden ist, wo dieses IVALON einfach nicht vorkommt. Das heißt, das Gesetz ist eigentlich anerkannt, auch die internationale Gemeinschaft hat hier sehr unterstützt und Advocacy gemacht, dass es bestehen bleibt. Aber dadurch, dass ein neues Strafgesetzbuch jetzt geschrieben wurde, wo darauf nicht hingewiesen wird, braucht der Richter, irgendein Richter in Herat, sich auch nicht darauf zu beziehen. Also sind die Kolleginnen wieder hinterher, nachdem sie schon seit 10 Jahren dafür kämpfen, dass dieses Gesetz ordentlich ausformuliert ist, sind sie jetzt wieder hinterher, dass es ins Strafgesetzbuch reinkommt. Und hier kann natürlich auch die
deutsche Botschaft vor Ort. Im Moment ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, aber in den letzten Jahren haben wir ja hier gesehen, dass auch die deutsche Botschaft verstanden hat, hier mit der Zivilgesellschaft direkt zusammenzuarbeiten, dass das hier sehr für die Frauenrechte auch unterstützend sein kann. Das heißt zum Beispiel aber auch, dass endlich in allen Auslandsvertretungen entsprechende Ansprechpartnerinnen sind, die sich regelmäßig mit den lokalen Frauenrechtsverteidigerinnen treffen und deren Anliegen wirklich diplomatisch pushen und sie im Notfall auch vor Repressionen schützen. Unsere kongolesischen Kolleginnen im Nord- und Süd-Kivu machen sehr gefährliche Arbeit, wenn sie zum Beispiel mit betroffenen Frauen, die von der kongolesischen Armee vergewaltigt wurden, zur Polizeistation gehen, um nicht nur Naming und Shaming zu machen, sondern wirklich auch den Mann anzuzeigen. Da ist nicht nur die Frau bedroht, da ist auch die Kollegin in extremster Weise bedroht. Und hier braucht es wirklich internationale Unterstützung. These 2. Die wirksame Bekämpfung von sexualisierter Kriegsgewalt bedarf einer kohärenten deutschen Außensicherheits- und Entwicklungspolitik. Und die deutsche Regierung muss ihr eigenes politisches Handeln auf den Prüfstand stellen. Eine Politik, die auf die Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit hinwirkt, muss bestehende Machtverhältnisse, Geschlechtermachtverhältnisse in Frage stellen. Angesichts dessen, das möchte ich nur anmerken, dass wir gerade weltweiten Rückwärtstrend in Sachen Frauenrechte erleben, zum Beispiel wenn es eben um sexuelle Selbstbestimmung oder die reproduktiven Rechte geht, hier könnte Deutschland mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen und eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik gestalten. Ja. Wir haben im Moment ja gar keine Regierung, daher setze ich diesen Wunsch und Forderung hier in Berlin in diesen Raum hinein. Aber wir sind ja alle, als Menschenrechtlerin sage ich, das Glas ist halb voll. Das ist auch eine Antwort auf die Terre des Femmes-Kollegin von heute Morgen, wie man die Kraft behalten kann. Das Glas ist halb voll, sonst könnten wir diese Arbeit nicht tun. Und ich glaube, im politischen Raum muss ich das sicherlich, muss man auch immer wieder so denken. Aber das setzt voraus, dass das eigene politische Handeln immer wieder kritisch auf den Prüfstand gestellt wird und Auswirkungen des eigenen politischen Handelns auf Frauen und Mädchen sowie auf Geschlechterverhältnisse geprüft wird. Dann würde die Bundesregierung zum Beispiel zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass sich Rüstungsexporte in den Nahen Osten verbieten. Und auch, dass eine sogenannte Fluchtursachenbekämpfung, die mit korrupten und Menschenrechtsverletzungen akzeptierenden Regimes dealt, nicht vereinbar ist. Sicherheitspolitik muss auch weg vom militärischen Begriff hin zum Konzept der menschlichen Sicherheit. Und das muss weiterentwickelt werden. Jetzt fehlt mir eine Seite. Sicherheitspolitik ausgerichtet auch an der Sicherheit von Frauen und Mädchen. Genau an diesem Punkt muss angesetzt werden, denn was denn sonst muss in den Blick genommen werden, wenn wir auch von Frau Redemann heute Morgen gehört haben, wie zerstörerisch sexualisierte Gewalt auf das Individuum, auf ihre Familie, die Gemeinde, die ganze Gesellschaft wirkt, mit diesen langfristig zerstörerischen Folgen, das kann sich keine Gesellschaft leisten. Daher muss genau an diesem Punkt noch angesetzt werden. Ich würde mir auch eine genderanalytische Auswertung, zum Beispiel der Afghanistan-Intervention mit ihrem ja nun vorwiegend militärischen Primat wünschen, dass es wäre eindeutig und die verheerenden Folgen dieser Intervention würden aufzeigen, dass sie mit einer kontinuierlichen Verschlechterung der Menschenrechtslage und eben weiteren Traumatisierungen auf Generationen hinaus verbunden war. Aber ein wirklich ernsthafter politischer Wille zeigt sich natürlich auch daran, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Reden wir vom NAP, vom Nationalen Aktionsplan 1325, für dessen Umsetzung. Zwar hat die Bundesregierung im letzten Jahr dazu einen entsprechenden Aktionsplan aufgelegt, aber das nötige Geld für diese Umsetzung wurde nicht bereitgestellt. Und so kann natürlich die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit keinen Biss bekommen. Ich sage nochmal, es geht hier nicht um Almosen, wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit sprechen, sondern wir reden für die Hälfte der Menschheit, die ganz einfach das Recht auf ihre Rechte hat. Und es kann auch nicht sein, dass wir immer wieder von vorne beginnen müssen, dass von Aktivistinnen und engagierten Politikerinnen gesammelte Wissen muss endlich ernsthaft auch Eingang in diese Umsetzung finden. Wir brauchen Mut
für eine andere Politik, die eine wirklich klare Zero-Tolerance-Policy hat und die den politischen Willen auch damit umsetzt und zeigt, dass sie für die Umsetzung dieses Plans adäquate Mittel zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Monika, für diesen Bogen, den du geschlagen hast und das Einbeziehen auch, sag ich mal, auch sehr konkret, konkreter Forderungen hinsichtlich des Budgets beispielsweise. AWID, die Internationale Frauenorganisation für Frauenrechte, hat schon vor, ich glaube, vor 3-4 Jahren hat sie dieses Phänomen, sozusagen das Austrocknen von Frauenorganisationen, sehr stark kritisiert. Watering the leaves, starving the roots, also die sozusagen die genehmen, austreibenden Zweige werden finanziert, aber da, wo es eigentlich drauf ankommt, geht keine Finanzierung hin. Du hast nochmal sehr schön auch den Finger in die Wunde gelegt, was sozusagen diese Antragskohärenz gibt es, politische Kohärenz, aber sozusagen in Bezug auf Anträge. Ne? Also 2 Jahre, 3 Jahre reichen nicht. Was mich nochmal interessieren würde, bevor ich sozusagen öffne jetzt für Nachfragen aus dem Publikum, welche anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen könnten dann auch noch als stärker als Verbündete gelten für Organisationen, du hast sie aufgezählt, Medica Mondiale, Terre des Femmes, WILPS? Das sind vor Ort oft punktuelle Kooperationen von Amnesty über International, über Human Rights Watch und so weiter. Also natürlich kooperiert man vor Ort auch mit UN-Agencies, UNFPA, UNHCR. Das sind natürlich Organisationen, mit denen wir punktuell immer zusammenarbeiten, oder auch die WHO. Aber man muss auch sehen, dass die Gefahr ist, also neben dem mit dem kurzen Anträgen ist natürlich diese Donor-Driven-Geschichte etwas Wichtiges thematisch. Wenn die Gebergemeinschaft interessant findet, Trafficking, also Zwangsprostitution, zu unterstützen, dann müssen die Anträge entsprechend geschneidert werden und so weiter und so fort. Das hat mal sarkastisch eine Kollegin auf dem Balkan gesagt. Also ich kann die Frauen, die sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben, die kann ich jetzt nicht weiter unterstützen, dafür haben wir kein Geld. Ich warte also ab, bis sie von irgendeinem UN-Soldaten vergewaltigt wurde. Dann kann ich es wieder unter Trafficking reinnehmen. Dann habe ich wieder Geld dafür. Also das klingt natürlich sehr sarkastisch. Aber dass hier die Gebergemeinschaft auch immer wieder definiert, was sie da interessant findet, das ist natürlich eine Schwierigkeit für uns. Und noch eine zweite Schwierigkeit in der Kooperation mit den großen Institutionen wie WHO zum Beispiel. Die ziehen natürlich die guten Leute aus den NGOs ab. Das erleben wir immer wieder vor Ort, das erleben auch andere. Man hat 10, 15 Jahre lang Aktivistinnen vor Ort ausgebildet, fortgebildet, hat super engagierte, professionelle Fachfrauen. Und natürlich können wir nicht das zahlen, was die UN zahlt oder was WHO zahlt. Und das ist dann ein großer Verlust für kleine Organisationen, wenn sie ihre Leiterin oder ihre Traumaexpertin verlieren, die dann zur WHO geht. Und ein anderes Problem ist, und da würde ich die GITS auch nicht ausnehmen, dass vor Ort dann von den internationalen Projekten aufgebaut werden und dann wiederum aber lokale Strukturen ignoriert werden oder deren Wissen ignoriert wird, man eigene Projekte aufbaut und so auch das Austrocknen von kleineren Organisationen dann geschieht, die eben auch keine Gelder mehr bekommen und dann nicht wissen, wie sie ihre Arbeit weitermachen sollen. Also hier müssen wir durchaus und ich würde auch UN Women nicht ganz ausnehmen, haben wir auch immer wieder schwierige Situationen. Also hier gibt es kein koordiniertes Vorgehen. Und das ist für uns natürlich schwierig, als Zivilgesellschaft hier auf die UN-Agencies oder GITS und zuzugehen. Das tun wir natürlich punktuell, da wo man kooperiert. Aber es bräuchte ein größeres Verständnis auch bei diesen Institutionen, dass man nicht einfach mit den dicken Rädern drüber hinwegwalzen kann und das Wissen, das wirklich tiefe, lokale Wissen nicht auch in Betracht ziehen sollte. Ja, vielen Dank. Dann ist natürlich, was mir durch den Kopf geht, das können wir aber auch an späterer Stelle noch diskutieren, ist natürlich deine Forderung nach einer
sag ich mal, Institutionalisierung insofern, als dass zum Beispiel, wie es jetzt an den Botschaften besteht, ein WZ-Referent, eine WZ-Referentin, also für wirtschaftliche Zusammenarbeit, da eine Person zu haben, wie du gefordert hast, ich sag mal, eine FZ, eine für feministische Zusammenarbeit zuständige, ist natürlich dann aber auch eine doppelbödige Forderung, denn das hieße ja zum Beispiel auch, bestimmte Dinge aus der Hand zu geben und sie in Regierungshand zu geben. Eine FZ zu haben, hieße erstmal im Auswärtigen Amt FZ-Denken zu haben. Feministisch finanziell. Aber das wäre der Weg, sicherlich. Nein, wir haben ja Arbeitsteilung. Die Botschaften vor Ort, die haben genug Arbeit, wenn sie FZ-mäßig denken würden. Da gibt es so viel Arbeit. Es gibt für alle Agencies genug Arbeit, es gibt für uns Zivilgesellschaft genug Arbeit und deswegen brauchen wir eine starke Bundesregierung mit einer starken, klaren, feministisch orientierten Ausrichtung. Und deswegen habe ich Margot Wallström auch vorher benannt. Mit unserer Schwesterorganisation Kvinnity Kvinne in Schweden sind wir ja eng immer wieder im Austausch. Da sind ganz andere Dinge vor Ort dann auch möglich, wenn man ein Backup durch eine Regierung hat, die hier diese Arbeit versteht und eben auch entsprechend handelt. Es gibt genug Arbeit für alle. Okay, da hören wir gleich nochmal Franziska Brandner, die jetzt angekommen ist. Ich herzlich willkommen heiße später dazu. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen. Einmal Heidi Mansold und auf der anderen Seite war auch noch jemand. Heidi Mansold, Wilf. Ich denke, es gibt auch noch zwei Ansätze, die ja in der Politik so vor sich hergetragen werden. Also letztes Jahr zum Beispiel gerade auch im OSZE-Rahmen diese ganze Diskussion zu Shrinking Space for Civil Society ist ja ein Ansatz, der eine feministische Komponente oder eine FZ oder wie man es jetzt auch immer dann nennen will, noch ganz wenig hat. Auch, man muss das natürlich sagen, das ist jetzt nicht nur im Bereich der Regieren oder der Politik, sondern auch im Bereich der Zivilgesellschaft. In der Civic Solidarity Plattform zur OSZE ist das auch noch nicht übermäßig verankert, dass das also ein nicht genderneutral ist. Und der zweite Punkt, der auch letztes Jahr im Rahmen der österreichischen Präsidentschaft immer vorhergetragen wurde, ist Violent Extremism. Ist auch eigentlich ein ganz klarer Ansatz wäre da, wenn man sich dessen bewusst wäre, tatsächlich feministische Ansätze auch in Politikkonzepte, die ja da sind, einzubringen. Und da ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Zivilgesellschaft. Also im Rahmen der Civic Solidarity Plattform gibt es jetzt so eine Women and Gender Working Group, wo man versucht gerade auch im Zusammenhang mit Zentral- und Osteuropa, wo das Problem sich nochmal in einer ganz anderen Dimension stellt, auch durch zum Beispiel russische Gesetzgebung, virulent ist. Und ich glaube, da wäre sowohl die Politik als auch die Zivilgesellschaft bei uns, könnte da direkt einsteigen. Vielen Dank. Ja, Martina Fischer, Friedensforscherin und tätig bei Brot für die Welt im Referat Menschenrechte und Frieden. Monika, ich habe das mit großer Aufmerksamkeit alles mitgeschrieben, was du gesagt hast an Elementen für eine feministische Außenpolitik. Und den ganz wichtigen Satz fand ich ganz am Anfang, nämlich, dass es nicht reicht, wenn ein Ressort sich entsprechend ausrichtet, sondern dass es eigentlich um Politikkohärenz geht. Mhm. Und das gilt ja für die Bereiche, die du danach genannt hast, angefangen von Rüstungsexporten hin zu der Stärkung der zivilen Ansätze, aber dann auch diesen Etikettenschwindel, den du benannt hast, mit der Fluchtursachenbekämpfung, die tatsächlich ja eigentlich in immer mehr sogenannten Migrationskompakten irgendwie besteht, wo es eigentlich um militärische und polizeiliche Aufrüstung und Abschottung geht. Und das sind alles, finde ich, sehr wichtige Politikbereiche. Und wir erleben im Moment ja Diskurse, wo die Sicherheit in Europa uns versichert wird, als könne man die mit militärischen Mitteln in Afrika und Grenzverschiebungen mehr oder weniger herstellen. Und der Diskurs geht eben sehr stark, finde ich, in die Richtung,
einer Versicherheitlichung weg vom Frieden und doch irgendwie stark hin zu diesem Stärken auch von Sicherheitsapparaten, sogenannten Sicherheitsapparaten. Und wenn ich jetzt mir die Sondierungsgespräche angucke, dieser Parteien, die jetzt eben auch eventuell eine Regierung vielleicht miteinander auf den Weg bringen, dann fehlen mir alle diese Aspekte. Da ist sehr wenig von drin. Es wird zwar über Rüstungsexporte gesprochen, aber über all diese anderen Politikkohärenzaspekte eben nicht. Und ich frage mich, wo könnte denn der Ort sein, wo wir das dann auch weiter politisch diskutieren? Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man vielleicht in dem parlamentarischen Bereich das aufgreift. Also insofern wäre dann, aber sie ist gerade im Gespräch, Franziska, noch mal gefragt. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn eben Parlamentsgremien, wie jetzt zum Beispiel der Unterausschuss für zivile Krisenprävention, diese ganzen Themen noch mal stärker in Beziehung setzt mit dem, was heute hier diskutiert wurde. Also ich weiß jetzt, erinnere mich auch nicht an alle spannenden Debatten, die in der Vergangenheit dort geführt wurden, aber ich glaube, so dezidiert eine feministische Außenpolitik diskutiert wurde, da glaube ich noch nicht. Also das fände ich wirklich super, wenn man diese Quintessenz einiger der Vorträge, die hier heute zur Sprache kamen, vielleicht da auch noch mal zur Diskussion stellen würde. Ich glaube, das würde bei manchen Abgeordneten eine Menge Aufruhr geben, aber auf jeden Fall sicherlich viel, viel Stoff für Diskussion. Also von daher jetzt schon der Appell, das bitte aufzunehmen und weiter dort fortzuführen. Ich kann eigentlich dem nicht viel hinzufügen. Ich kann dem allem zustimmen. Heidi, wir wissen, dass wir auch in unseren zivilgesellschaftlichen Strukturen noch viel zu tun haben. Da ist es beileibe nicht so, dass die alle FZ-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter werden könnten. Wir sind eigentlich ständig am Sensibilisieren, egal wo wir hinkommen. Und Martina, klar, ich behaupte zwar, das Glas ist halb voll, das ist auch oft etwas, woran man sich aufrichten muss, aber die Lage im Moment hier zu Land ist natürlich sehr nüchtern zu betrachten und nichtsdestotrotz müssen wir unsere feministischen Visionen und unsere Vorstellungen formulieren, wo es hingehen soll. Daran gemessen können wir ja dann auch besser wieder klare Kritik üben, aber ich stimme dir absolut bei, dass in den Sondierungsgesprächen nichts von diesen Dingen drin ist. Und vielleicht werden wir ja von parlamentarischen Räumen noch mehr hören. Das ist eine Aufforderung an die Parlamentarierin, aber es ist auch eine Aufforderung für uns als Zivilgesellschaft, dass wir uns nicht fragmentieren, ob der ganzen Arbeit, die wir alle haben. Es ist ja auch immer wieder eine Ressourcenfrage, aber vielleicht ist es im Moment tatsächlich zu überlegen, ob es vielmehr noch eine strategische Überlebensfrage ist als nur eine Ressourcenfrage. Ja, wir haben uns das jetzt nochmal hier oben abgestimmt und es wäre eigentlich sinnvoll, wenn jetzt Franziska Brandner direkt dazu Stellung bezieht, sozusagen mit dem Blick, das haben wir ja eingangs oder hatte ich eingangs gesagt, dass es natürlich darum geht, auf die vorhandenen politischen Instrumente zu schauen und die politische Handlungsfähigkeit und vor allen Dingen sozusagen auf die Lücken zu schauen, was fehlt, woran fehlt es eigentlich, woran mangelt es. Vielleicht sozusagen mit Blick auch auf die Fragen, die aufgeworfen worden sind, mit Blick auf die derzeitige von uns so erlebte Handlungsunfähigkeit oder Lethargie beziehungsweise nicht vorhandene Regierung, dass wir sozusagen Ihre Einschätzung noch mal bekommen, das wäre ganz gut. Ich stelle Sie nur ganz kurz vor. Für die Franziska Brandner jetzt nicht kennen oder nicht näher einordnen können, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013 und war 4 Jahre vorher Europaparlamentsabgeordnete derzeit oder beziehungsweise in der vergangenen Legislaturperiode und wahrscheinlich jetzt in dem Übergang auch noch ist sie Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Aber wenn ich das jetzt so verstanden habe, sind sie auch oder waren bisher eben auch in Ausschüssen tätig oder sogar Vorsitzende des Unterausschusses Zivile Krisenprävention. Also so von daher, der Themenzusammenschnitt ist ganz offensichtlich. Und wir würden jetzt gerne ein bisschen mehr über das Sondierungspapier und über die Chancen, diese Punkte einzubringen in die neue Legislaturperiode hören. Ja, herzlichen Dank. Ich muss sagen, dass es für mich heute ein besonderer Moment ist, dass diese Veranstaltung stattfindet. Das war auch gar kein einfacher Geneseprozess.
Aber und eigentlich ist es ganz rund, dass heute auch Holocaust-Gedenktag ist im Bundestag. Also als wir das geplant haben, das Datum festgelegt haben, war das überhaupt nicht absehbar. Und dass aber ja genau vor 2 Jahren beim Holocaust-Gedenktag diese Idee nochmal hierzu kam. Und jetzt ist gleichzeitig, ist irgendwie für mich schließt sich da wirklich so ein Kreis. Aber deswegen entschuldigen Sie, dass ich, genau, heute war konstituierende Sitzung der Ausschüsse und Holocaust-Gedenktag. Das sind so absolut einfach Pflichtsachen. Da kann man auch nicht da sein. Nicht da sein. Deswegen war ich immer in und out und habe einen Teil gehört der Vorträge und fand die aber sehr bereichernd. Ich möchte übrigens gerne Kollegin der SPD begrüßen und freue mich sehr, dass du den Weg heute auch zu uns gefunden hast. Kannst ja vielleicht nachher auch was sagen, aber musst nicht. Das war jetzt. Ich freue mich nur, dass du hier bist. Ich möchte kurz anfangen mit einer Anekdote aus den Jamaika-Verhandlungen. Jetzt ist ja schon lang vorbei, aber es fand ich trotzdem sehr bezeichnend. Da haben uns ja sehr viele kontaktiert mit allen möglichen Anliegen, wo sie gerne Gelder haben und in welche Richtung man welche Schwerpunkte setzen sollte. Und unter anderem bat auch der schwedische hier Gesandte um Termin, Gesprächstermin. Und dann habe ich mich schon gefragt, was will der? Also so, man überlegt sich ja vorher, was ist jetzt deren Erwartung, überlegt sich, was man ungefähr sagen kann. Und dann kam ein gesättelter Herr, ne, so weiß-grau, wie man sie also kennt. Und dann setzte er sich neben mich und sagte, also Frau Brandner, Sie müssen für die feministische Außenpolitik kämpfen. Und ich fand es irgendwie so bezeichnend, dieser graue alte Herr, der sagt, Sie müssen jetzt feministische Außenpolitik machen. Ja, und der mir dann im Detail eben erklärte, wie das Schweden macht. Und dann meinte ich nur, er sollte doch auch zu den Kollegen der anderen Verhandlungspartner gehen. aber fand es eigentlich schon sehr beeindruckend, also einfach zu sehen. Ja. Und der sagte das im vollen Ton der Innenbrust der Überzeugung. Und es war ihm anzumerken, er macht das nicht, weil er es muss, sondern weil er wirklich davon überzeugt ist, dass es eine bessere Außenpolitik ist, eine feministische Außenpolitik. Und ich hatte ihn natürlich auch gefragt, ne, ich kannte so ungefähr, wie das in Schweden läuft. Und er hatte eben gesagt, machen Sie bloß keinen Beauftragten. Und eben nicht eine Stelle, eine Person, die für FZ zuständig ist. Man hat gesagt, wenn Sie das machen, ist es der Tod von FZ. Ja, und war der explizite Rat, das nicht so zu tun. Und Sie hätten alle Stellen, die dafür zuständig wären, eigentlich eher so wie normale, also immer freigegeben. Und das Einzige, wie Sie es geschafft hätten, wäre von oben herab und Beförderungskriterium. Ja, so. Und ich glaube, das ist auch de facto wesentlich effektiver als FZ-Stellen zu schaffen, sondern es muss eben die Verantwortung aller sein und dass man nicht befördert wird, wenn man das nicht als seine Verantwortung wahrnimmt. So. Und das fand ich sehr interessant und sehr hilfreich. Und ich war schon immer skeptisch gegenüber all diesen extra dafür nur explizit zuständigen Stellen, weil das auch immer meine Erfahrung war. Dann kann man schon sagen, daher, dafür haben wir die FZ-Stelle, die kümmert sich drum und tschüss. So, und es dann manchmal klappte, wenn eine sehr starke Person sitzt, die das dann auch durchkämpft. Aber man kann nicht darauf hoffen, dass es irgendwo immer eine extrem starke Frau gibt, die sich trotz aller Widerstände durchsetzt. So. Und die Ressourcen auch kriegt, aber meistens dann eben sich erstmal immer den Zugang zum Tisch verschaffen muss, wenn andere Themen beredet werden. Also die Details kennen wir. Genau. Aber auf jeden Fall, von daher, das war für mich so eine der wirklich spannende Momente dieser Jamaika-Verhandlungen, das Treffen mit dem Botschafter. Wir hatten in Jamaika dazu sogar, fand ich, ganz gute Gespräche und auch durchaus eine Offenheit, muss man sagen, bei einem anderen Partner. So, jetzt ist es alles nicht gekommen, deswegen ist es vergossene Milch. Ich hoffe, dass die SPD was draus macht. Und im Unterausschuss, so er denn wieder eingesetzt wird, werden wir das natürlich auch weiterverfolgen. Wir hatten übrigens diejenigen, die ab und zu im Unterausschuss waren, wir haben übrigens fast immer öffentlich getagt, im Gegensatz zu anderen Ausschüssen, hatten wir bei allen Anhörungen immer 50-50 der Referentinnen und Referenten. Das ist für mich nämlich, also das ist ähnlich, ne? Ich mache feministische Politik nicht, indem ich das Panel habe zu feministischer Politik, sondern ich stelle sicher, dass ich da nicht nur Typen sitzen habe, die mir die Welt erklären, so, und dass wir auch die Geschlechterperspektive mitgedacht haben und eingebracht haben, zum Beispiel bei dem Thema Evaluierung. Wir haben uns im Unterausschuss explizit Gedanken gemacht zu, wie wird zivile Krisenpräventionsarbeit evaluiert.
Und da war natürlich ein wichtiges auch Punkt, die Frage ist, das muss man das Geschlechter auch getrennt evaluieren, wie funktioniert das? Also so haben wir das eigentlich eher im Unterausschuss immer verstanden. Ja? Also es wirklich in den Themenbereichen drin zu haben, zu schauen, sind Frauen da? Und wir hatten auch zwei Extrasitzungen nur zu 13:25, aber ich sehe da wirklich den Anspruch größer als sozusagen explizit nur zu dem einen, also in dem Sinne zu dem Thema das zu haben. Ich wollte noch zum zweiten Punkt was sagen. Frau Seifert, Sie hatten es heute Morgen auch angedeutet, da gab es auch Rückfragen. Sexuelle und sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr oder im Vergleich amerikanische Armee. Ja, in Deutschland ist es ja noch nicht so lange das Tabu gebrochen und nicht so lange, dass es Frauen auch in der Bundeswehr gibt, wie in Amerika eh schon, auch in der US Army. Und natürlich hatten wir das jetzt unter Ursula von der Leyen, die ersten Fälle, die wirklich öffentlich wurden. Ich fand auch sehr beschämende Gerichtsurteile, die das ja verharmlost haben und eben eigentlich keinen Ansporn gestellt haben, für weitere Frauen auch darüber zu reden. Und wir haben erst seit kurzem eine Anlaufstelle in der überhaupt ja, in der Bundeswehr für solche Fälle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das bei uns jetzt auch weiterläuft, die Zahlen in Deutschland nicht unbedingt anders sein werden als in den USA. Dort ist einfach nur schon eine größere Transparenz und schon länger die Möglichkeit, Anlaufstellen und darüber Transparenz herzustellen. Und bei uns ist das ja erst in den Kinderschulen, wie gesagt, diese Anlaufstelle gibt es noch nicht lange. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Sie haben es ja mitbekommen, es gab jetzt gerade diesen grausamen Fall in Staufen, wo eine Mutter mit dem Mann den Sohn de facto immer wieder verkauft hat. Ja? So, einer der 6 gefassten Täter ist ja ein Bundeswehrsoldat aus Illkirch. Und da stehen jetzt auch ganz viele Untersuchungen an zu dem gesamten Umfeld. Also da wird, glaube ich, noch auch einiges kommen. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Themen, wenn wir darüber reden, wo ist die deutsche Verantwortung bei uns, in unserer, also in der eigenen Strukturen, da mehr aufzubrechen, es selber zu thematisieren und auch für Sicherheit für die Personen zu sorgen, die dann auch aussagen. Wir haben zweitens mit Blick auf die Bundeswehr bei den Bundestagsmandaten kein einziges, wo eine explizite Referenz zu 13:25 drin ist. Das finde ich immer noch sehr bedauerlich. Das hoffe ich, dass sich das endlich mal ändert. In den Mandaten könnte man so etwas ja verankern. Das wäre ja einfach ein sehr direkter Auftrag, das drin, darin zu verankern. Und wenn möglich, natürlich noch präzisiert auf den jeweiligen Konfliktherd. Wir haben vorhin es schon gehört, Sie haben es auch noch mal gerade erwähnt und mehrfach heute angesprochen, dass natürlich auch UN-Soldaten, auch EU-Personal nicht davor gefeit ist, selber eben zum Täter zu werden. Und wir haben einfach ein Problem, zum Beispiel bei EU-Missionen, bei VN ist auch noch mal eine andere Ebene, aber auch bei EU-Missionen, dass das ja jeweils Entsandte aus von den nationalen Ländern sind. Und eigentlich nur das ganz enge EU-Personal, was ein Teil des Managements macht, in dem Sinne EU-Beamte oder Angestellte sind und dem gegenüber dann auch gegenüber dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig sind zum Beispiel. Und wir haben es in der Praxis häufig erlebt, Kosovo ist so ein klassischer Fall, wo sich dann die Verantwortlichkeiten auch immer von einem Land zum anderen hinhergeschoben wurden. Also es war der Spanier, die Spanier sagen, nee, es war der Deutsche, die Deutschen sagen, nee, tut uns leid, es war der Finne. So, und am Ende ist halt keiner für zuständig und es wird nie wirklich aufgeklärt. Das betrifft Korruption genauso, aber eben auch sexualisierte Gewalt. Und da ist, glaube ich, einer der Hebel zu sagen, dass diese Missionen endlich insgesamt unter die Kontrolle des Europäischen Parlaments gehören, damit man dort endlich auch wirklich, sage ich mal, ja, eine Rechenschaftspflicht wirklich verankern kann. Das ist in mehreren Aspekten ein Problem. Genauso, dass wir Schwierigkeiten haben, Zeugenschutzprogramme aufzustellen für Leute, die bereit sind, gegen EU-Missionen oder gegen einzelne Mitarbeiter auszusagen. Das kann man in den kleinen Kontexten von Kosovo sehr gut nachvollziehen. Es ist ein sehr kleines Land, jeder kennt jeden. Wenn man da aussagt, ist es einfach gefährlich. So. Und wir haben das häufig national, wir haben es im Rahmen der UN gehabt, der Strafgerichtshöfe, aber wir haben bis jetzt nichts Vergleichliches oder immer nur dann durch nationale Mitgliedstaaten angeboten in Extremsituationen, für, wenn es um die EU geht. Das sind alles Dinge, wo wir merken, da haben wir noch einen großen Nachholbedarf mit Blick auf Accountability. Und der gerade in dem Bereich aber auch sehr wichtig und notwendig ist.
So, der nationale Aktionsplan, wenn man das weitergeht, sozusagen vom Militär und den Missionen zu der generellen Politik. Wir haben ja einen neuen nationalen Aktionsplan, der wurde ja gerade letztes Jahr auch verabschiedet. Was weiterhin fehlt, das haben Sie schon erwähnt, das ist Geld, langfristige Geld. Und ich finde eben das raus aus FZ hin zu, es müssen alle dafür verantwortlich sein. Ja, das ist eigentlich, finde ich, immer das Große, was noch in Deutschland fehlt. Ja, und was mir gefehlt hat, war auch eine bessere Verzahnung mit den Leitlinien zivile Krisenprävention. So, das war ein Prozess, den hätten wir wunderbar gemeinsam eigentlich zusammenführen müssen. Das lief relativ parallel. Das fand ich eigentlich wirklich eine verpasste Chance, das besser zu integrieren. Vor allem, weil die Personen in einer Abteilung sitzen. Ja, also das ist nicht so, dass man im Auswärtigen Amt die einen sitzen komplett woanders so, sondern das hätte man durchaus auch nochmal. Wie bitte? Wir haben es zigfach angesprochen. Das eine war halt der eine Prozess, der lief schon, und der andere wurde neu aufgesetzt. Und dann ja die Sorge, wenn man den einen Prozess jetzt beendet, was hat es dann für Repercussionen? Der eine Prozess wird noch mit dem Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend und Senioren gemacht, was ja auch richtig ist. Und der ist aber nicht Teil des Prozesses, wenn es um die Leitlinien geht. Da ist ja dann Entwicklungsministerium dabei, Verteidigung. Das heißt, die Komplexität, dann die ganzen Ministerien zusammenzubringen und was bedeutet es? Und das, dann sagt man lieber nichts. Da kommt man da manchmal an die Grenzen dieser Ministerialboxen, in denen ja eine Regierung bei uns auch häufig noch funktioniert. Deswegen sind wir ja übrigens auch für einen Friedensrat, der über diesen Ministerien steht, ja, weil ich glaube, da müssen wir endlich, aber das sind wir generell, aber das hätte auch eine große Komponente für eine geschlechtergerechtere feministische Außenpolitik, dass wir dieses Silo-Denken mal aufbrechen könnten. Es gibt übrigens was Schönes, morgen tritt in Deutschland die Istanbul-Konvention wirklich in Kraft. Finde ich es auch mal ja, ein paar Jahre später, die ist ja immerhin schon 7 Jahre alt. Mich hat es sehr gefreut, dass die morgen in Kraft tritt. Das einzige Traurige, es gibt ja eine Ausnahmeklausel, die Deutschland gemacht hat in einem Bereich, der unser Thema hier betrifft, nämlich Menschenhandel und Zwangsprostitution, weil in dem Bereich die Istanbul-Konvention ja vorsieht, dass Frauen, die bereit sind auszusagen, einen Aufenthaltstitel danach bekommen. Das macht ja Deutschland explizit nicht, deswegen gibt es bei uns auch ganz wenige, die bereit sind auszusagen. So, da haben wir als Deutschland eine Ausnahmeklausel, dass dieser Teil der Istanbul-Konvention nicht gilt. Ich finde, das ist auch ein Teil der Aufgabe, wo wir immer noch sagen müssen, Istanbul-Konvention toll, aber hier fehlt noch ein wichtiger Teil, weil das ist genau das Transnationale. Das ist genau das, was Frauen in anderen Ländern betrifft, wo es keine Lobby gab. Ich sage mal, bei Nein heißt Nein gab es eine große Lobby. Das war auch super, das hat auch gut geklappt. Da gab es Power dahinter, aber bei dem Bereich nicht. Und das ist eben aber auch ja, unsere, sage ich mal, auch mit unserer Verantwortung, ja, auch dort zu schauen, dass wir da vorankommen. Und ein Punkt, der mir noch wichtig ist, wenn wir über unsere hier, was können wir auch in Deutschland machen, ist natürlich, das wurde ja auch schon erwähnt, die Traumaarbeit auch mit Flüchtlingsfrauen und Jugendlichen. Die kommen auch mit Männern. Es gibt auch sehr hochtraumatisierte Männer, die Gewalt erlebt haben in Deutschland. Aber eben genauso finde ich immer noch wieder dieses Thematisieren der Enkelkinder, der, ja, der Generation der Frauen. Mich haben, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich hatte das sehr offensiv immer angesprochen, den Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften, dass man dort Gewaltschutz hat in den Flüchtlingsunterkünften und über deren Erfahrung gesprochen, hatte das auch medial getan. Und dann erreichten mich einige an Zuschriften von sehr älteren Frauen, die selber damals eben Gewalt erfahren hatten, sei es von britischen, weniger amerikanischen, russischen Soldaten und gesagt haben, sie hätten sich gewünscht, man hätte das damals so ansprechen können. Und fühlten sich aber in großer Solidarität mit den Frauen, die da jetzt kamen. Und das fand ich eigentlich ganz bewegend, dass diese Frauen dann darüber sprachen, in dem Zusammenhang, in dem Kontext. Und deswegen glaube ich, hat das durchaus, kann man das auch gemeinsam diskutieren und muss nicht das eine gegen das andere stellen. Und letzter kurzer Punkt, Extremismusprävention. Du hast es vorhin gesagt, Violent Extremism. Das hatten wir auch eine sehr spannende Sitzung im Unterausschuss, zivile Krisenprävention, wo wir Verfassungsschutz, BKA, also alle da hatten, aber auch die aus der Zivilgesellschaft, die Präventionsarbeit leisten und die Studien dazu einfach, die Hintergründe der Menschen, die in den Dschihad ziehen, egal ob Mann oder Frau,
sind ja extrem unterschiedlich. Man kann das eigentlich am sozialen Status festmachen. Man kann es kaum sogar an der Religion festmachen. Ja, es gibt ja auch viele, die aus nicht besonders religiösen Haushalten kommen oder selbst nicht aus muslimischen Familien, sondern Russlanddeutsche, wie auch immer. Aber einen biografischen Punkt haben alle gemeinsam. Sie haben häusliche Gewalt erfahren. Ja, es gibt nicht einen Dschihadisten, der keine häusliche Gewalt erfahren hat. Ja, und deswegen sage ich immer, die beste Extremismusprävention ist eine konsequente Bekämpfung von häuslicher Gewalt in Deutschland. Ja, so, und das ist ja leider das, was, wenn wir über Extremismusprävention, dann wird über die Fußfessel und was weiß ich was gesprochen, ja. Aber nicht über häusliche Gewalt. Und das finde ich eigentlich, wenn man so ein Wissen hat, ja, was, also das ist nie ein hinreichender Begrund. Ja, nicht jeder, der häusliche Gewalt erlebt, wird Dschihadist, aber es wird keiner oder kaum einer Dschihadist, der nicht häusliche Gewalt erlebt hat, dann müsste man doch eigentlich wesentlich konsequenter in Deutschland endlich in diesem Bereich arbeiten. Und wir wissen, dass diese Beratungsstellen immer noch krampfen am Geld. Da waren wir übrigens bei Jamaika ganz gut mit der bundesweiten Finanzierung von Frauenhäusern. So. Und ich glaube, diese Dinge zusammen zu sehen und zu denken und in diesem Kontinuum zu sehen, ja, und das auch wirklich durch alle Bereiche durchzugehen, das ist Aufgabe feministischer, nicht nur Außenpolitik, sondern Politik hier. Und ich habe bei mir immer in meinem Geldbeutel den Spruch von Václav Havel, den kennen Sie wahrscheinlich alle, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Franziska Brandner. Vielleicht noch mal, bevor wir kurz die Fragen noch mal aufnehmen, die jetzt sofort aufkommen, die Frage nach der Rolle von 1325 in dem Bewerbungsverfahren der Bundesrepublik jetzt für den UN-Sicherheitsrat. Wie ist es zu sehen? Ist es da auch wieder eine Instrumentalisierung, von der wir den Tag über ja sehr viel auch gesprochen haben? Eine willkommene Instrumentalisierung dieser Resolution? Oder ist das tatsächlich auch eine Möglichkeit, dann zu sagen, so, und dann macht doch bitte auch Butter bei die Fische, ja, und setzt sie um mit den und den und den Forderungen, die wir euch jetzt hier nochmal klar darlegen oder wie Monika Hauser es ja auch gemacht hat? Also ich finde, man muss sie dann einfach in die Pflicht nehmen und sagen, wenn ihr euch damit bewerbt, dann müsst ihr es aber auch irgendwie nachweisen und auch wirklich was dafür tun. Wir hatten vorgeschlagen als erste Amtshandlung, dass wir jetzt mal die Beiträge, die amerikanischen ausfallenden Beiträge zu UNFPA und UN Women übernehmen. Ja, das wäre ein erster Schritt. UNFPA leistet in vielen Ländern Großartiges. Also es gibt immer Kritik an einzelnen UN-Organisationen, aber ich finde, im Großen und Ganzen machen die eine sehr, sehr wichtige Arbeit, wenn es um den Körper der Frau geht und ihr Selbstbestimmungsrecht. Und das trifft auch für UN Women zu. Aber UNFPA hat ja, wie gesagt, alle Gelder von amerikanischer Seite gekürzt bekommen und sind gerade in vielen afrikanischen Ländern deswegen durchaus unter Bedrängnis, ihre Programme weiterführen zu können. So, deswegen fände ich, wäre zum Beispiel ein erster Schritt, wenn es um die Stärkung 1325 im Rahmen der Vereinten Nationen geht, zu diese Kosten zu übernehmen. Mhm. So, das ist, fände ich, eine konkrete Sache. Das andere wäre zu sagen, wenn jetzt neue Mandate im Bundestag auf den Weg gebracht werden, werden wir 1325 verankern selber. Wir gehen mit gutem Beispiel voran, weil wir das ja im Rahmen der Vereinten Nationen auch voranbringen wollen. Also ich würde eher den Weg nehmen zu sagen, es freut mich, wenn die Bundesregierung sagt, das ist für uns ein wichtiges Themengebiet. Ich würde es nicht als Instrumentalisierung verstehen, sondern ich würde sagen, finde ich wunderbar, aber dann bitte auch tut was. Ja, und dass wir sie daran auch messen und das auch nicht einfach nur so beiläufig dann sagen, ah ja, okay, und abgehakt, ja, sondern auch wirklich nachfragen, was wird dazu gemacht, was sind die Pläne. Und es darf eben nicht nur eine Panel-Diskussion in New York sein zum Thema 1325. Ja? So, davon haben wir genug gehabt. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch direkte Rückfragen an Franziska Brandner? Bitte schön. Thomas Schlingmann, Tauwetter-Anlaufstelle für Männer, die als Junge missbraucht wurden. Mir ist eine Sache aufgefallen, an dem, was Sie gesagt haben. Wir haben das Problem sexueller Gewalt in der Bundeswehr nicht erst, seit es Frauen in der Bundeswehr gibt. Wir haben regelmäßig bei uns, nicht viele, aber immer wieder Männer, die, sei es in der Polizei oder sei es in der Bundeswehr oder in ähnlichen Organisationen, Feuerwehr kann man dazu noch nennen, sexuelle Gewalt durch andere Männer erfahren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, um sexuelle Gewalt zu bekämpfen in der Bundeswehr, wenn wir jetzt bei diesem Aspekt mal bleiben, gerade wenn wir uns angucken, wie sehr die mit Geschlechterverhältnissen verwoben ist,
dass wir sozusagen dieses Bild, was da auch mit drin steckt, der Mann als Täter, versuchen an dem Punkt mal zu knacken und zu sagen, Moment mal, Männlichkeit kann ganz verschieden aussehen und es muss nicht so sein. Und wenn es gelingen würde, dass in der Bundeswehr, ich habe das auch mal dem Bischof Ackermann gesagt in der katholischen Kirche, wenn da die betroffenen Pfarrer selber auftreten würden und sagen, mir ist das passiert, und wir nicht eine Atmosphäre hätten, dass die gezwungen sind zu schweigen, dann hätten wir auch eine Atmosphäre, in der es viel leichter möglich wäre, sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu benennen. Das haben Sie mich, glaube ich, weiß nicht, ob Sie zu Beginn der Veranstaltung heute da waren, weil Ihre Kollegin hatte ja die Zahlen zu den USA und Frauen gebracht, die schon ältere Zahlen auch schon längere Zeit waren. Deswegen meinte ich, deswegen in Deutschland haben wir noch gar nicht so den langen Zeitraum, wo also die Vergleichsstatistik von Aussagen von Frauen, ja. Zumindest hatte ich das heute Morgen so verstanden, wie das vorgetragen wurde. Deswegen meinte ich, den Kommentar sind noch, also so weit muss ja erst erkämpft werden, über europäisches Recht übrigens, ne, wenn man fragt, was hat uns Europa gebracht. Naja, aber ansonsten gebe ich Ihnen total recht. Ich fand es auch heute Morgen in einigen der Vorträge absolut richtig zu sagen, es betrifft auch Männer, Jungs. Es gibt Unterschiede, es war ja auch klar, es ist nicht geschlechtsneutral, aber es ist nicht nur, dass es ein Geschlecht trifft oder nur ein Geschlecht immer nur Opfer oder Täter ist. Und bei der Bundeswehr ist natürlich dieses Geschlechter Relation, aber sehr inhärent geprägt und verbunden mit den Sachen. Und ich glaube, deswegen ist das nochmal ein besonderer Ort. Wenn man das so sagen darf, es war wahrscheinlich ganz gut, dass es gerade eine Verteidigungsministerin auch gab. Ne? So. Fand ich schon so. Mhm. Und wenn Sie mir noch einen letzten Kommentar erlauben, weil Sie die Kirchen angesprochen haben, mich hat der Kommentar von Papst Franziskus schockiert. Also wo er in Lateinamerika jetzt war und das abgebügelt hat und gesagt hat, hören Sie mir auf, darüber zu reden, ich will das alles nicht mehr hören. Das fand ich echt einen richtigen Schlag ins Gesicht von so vielen Menschen und hat mich auch echt enttäuscht. Also im Sinne von wahrgenommen als ja durchaus einen, der eher auch Sachen angesprochen hat. Und das fand ich, habe ich gedacht, naja, da schlägt die Macht zurück, ist wahrscheinlich ein alter Kumpel. Ich würde nur gern ergänzen, Gerhard Kümmel hat ja die Studie Truppenbild mit Dame erstellt. Die kenne ich eigentlich relativ gut und ich weiß auch, dass die von der Bundeswehr relativ lange in der Schublade gehalten wurde, weil sie nicht wollte, dass die Zahlen rauskommen. Also wenn durch das Agieren von Frau von der Leyen tatsächlich noch mehr Transparenz reinkäme, werden die Zahlen sicherlich noch weiter steigen. Ich frage mich gerade, ich weiß es nicht, ob in diesem Truppenbild mit Dame über sexualisierte Gewalt gegen Männer überhaupt ein Wort davon drin ist, weil Sie das aufwerfen. Denn wir haben ja Tabuisierungen auch hierarchisiert. Und wenn wir wissen, dass in dieser maskulinistischen Struktur Bundeswehr sexualisierte Gewalt per se schon so ein großes Tabu ist, dann ist natürlich sexualisierte Gewalt gegen Männer ein noch größeres. Und daher ist da sicherlich dort in dieser Institution noch viel zu tun, ähnlich wie in der anderen sehr maskulinisierten Struktur katholische Kirche noch sehr viel zu tun ist, keine Frage. Ja, hier vorne war noch eine Meldung, bitte. Vielen Dank für die ersten zwei Beiträge, denen ich gerne zugehört habe. Ich wollte eine kurze Frage stellen, die sich vielleicht auch in den dritten Vortrag dann mitnehmen lässt. Was wünscht sich die Praxis oder die Bearbeitung in den Institutionen und in der Politik von der Forschung? Oder welche Bedarfe gibt es in Bezug auf Vermittlung von Forschungsstand und so weiter und so fort? Ich finde, dass der Tag heute vor dem Hintergrund meiner 6-jährigen Erfahrung wirklich hervorsticht. Also diesen Dialog habe ich selten so erlebt und würde deshalb gerne einfach nochmal explizit nachfragen, was ist der Bedarf, was sind die Wünsche, was braucht es? Ja, weil wir über Tabu sprachen, ich nehme das letzte Tabuthema, wo auch die Bundesrepublik Waffen liefert, gegen die Kurden, sage ich mal, und da vermisste ich das Aufschreien zu sagen, also jetzt Moment, Bündnispartner NATO, nein, geht nicht. Da werden Leute umgebracht, nur weil jemand sich
die Lust dazu aufgerieben hat. Also das fehlte mir und ich denke, wie lange brauchen wir, bis Sie in Ihre Gremien dieses Tabu brechen, sage ich mal so. Danke. Danke. Ich würde die Fragen jetzt eigentlich gerne tatsächlich mit in die nächste Diskussionsrunde und Reflexion nehmen und würde jetzt gerne Silke Stutzinski bitten, ihren Beitrag uns vorzustellen. Denn das ist jetzt, es ist jetzt auch sozusagen wirklich höchste Zeit, dass wir uns einem Themenkomplex zuwenden, den wir hier ab und zu über den Tag auch schon benannt haben und berührt haben. Aber wir müssen ihn jetzt auch vertiefen. Und zwar geht es natürlich um die Frage der Straffreiheit bzw. der Strafverfolgung. Die Aufhebung der Straffreiheit ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung für die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer oder eine der zentralen Grundvoraussetzungen für die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewaltkriminalität. Und dass hier auch sozusagen jede Bemühung um Heilung, haben wir gesagt, auch um Prävention ins Leere läuft, wenn in diesem Bereich, an diesem Kapitel nicht entscheidend sich etwas verändert. Das ist ja in der Zivilgesellschaft auch eine Art ja, Konsens. Und ich freue mich sehr, dass Silke Stutzinski bei uns ist, die als Rechtsanwältin in Berlin tätig ist, aber viele Jahre eben auch auf internationaler Ebene Menschen- und Frauenrechte vertreten hat. Insbesondere, da habe ich ein Interview mit Ihnen, von Ihnen gelesen, das hat mich sehr beeindruckt, waren Sie internationale Nebenklagevertreterin beim Tribunal gegen die Roten Khmer in Kambodscha. Sie waren aber auch als Rechtsberaterin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig und Opferberatung, wenn ich das richtig verstanden habe, machen Sie immer noch regelmäßig im Kosovo. Und weshalb wir Sie jetzt gerne hören möchten, das sind sozusagen, der Hintergrund ist ja, dass Sie im ersten Völkerstrafrechtsprozess, der in Deutschland stattfand und der eben auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen verhandelt hat, da waren Sie Beobachterin und von den Erfahrungen würden wir gern etwas mehr hören. Ja, einen schönen guten Nachmittag wünsche ich. Vielleicht jetzt nur noch eine kleine Ergänzung zu der Vorstellung. Erstmal vielen Dank dafür. Ich bin jetzt derzeit hier, ich bin zwar zugelassen, aber nicht als Anwältin hier tätig in Berlin, sondern bei den Kosovo Specialist Chambers in Den Haag, ein neues Gericht, was auch neuerdings in der Presse hier manchmal vorkommt, weil es eigentlich schon wieder kaum entstanden, abgeschafft werden soll, und vertrete da das Victims Participation Office. Mein Beitrag hier ist, ein bisschen mehr zu beleuchten, was haben wir erreicht, um sexualisierte Gewalt strafrechtlich zu ahnden, zu behandeln, damit Opfern, Betroffenen auch Anerkennung zu gewähren, dass diese Verbrechen an ihnen begangen worden sind und diese Verbrechen auch entsprechend bestraft werden. Ich gehe mal zurück vor über 70 Jahren und wir haben ja viel über sexualisierte Gewalt im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen und auch in anderen Konfliktsituationen. Vor über 70 Jahren gab es das Nürnberg-Tribunal. In diesem Nürnberg-Tribunal kam sexualisierte Gewalt nicht vor. In dem Statut dieses Tribunals war Vergewaltigung kein eigener Straftatbestand, als dem normalerweise jetzt heutzutage dem Verbrechen gegen die, ich benutze Menschheit statt Menschlichkeit, obwohl der offizielle juristische Begriff und die Übersetzung dann Crimes Against Humanity in Deutschland oder auf Deutsch Verbrechen gegen die Menschlichkeit wären, aber wähle jetzt hier für solche Veranstaltungen, wenn ich nicht juristisch auftrete, also als Anwältin auftrete, lieber gegen die Menschheit. Lange Zeit danach ist nichts passiert,
gar nichts. Es war Kalter Krieg, Anfang der 90er Jahre, und wir haben das schon ein bisschen gehört, gab es verschiedene Ad-hoc-Tribunale, das zum Jugoslawienkrieg, zu Ruanda, zum Völkermord, in Kambodscha einige Jahre später und auch noch einige andere, also in Sierra Leone und in Osttimor. Zusammengenommen oder mündete das dann schließlich in der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes, der seit dem 1. Juli 2002 Verbrechen, internationale schwere Verbrechen verfolgt. Das ist ein Gerichtshof, der für die, ich sag mal ganz grob gesagt, für die ganze Welt und alle Konflikte möglicherweise oder Zuständigkeit begründen könnte, jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht aktuell, wie viele Konflikte es im Moment gibt, aber zu viele jedenfalls, die der Gerichtshof auf gar keinen Fall angemessen bearbeiten kann. Deshalb gilt das Prinzip der Komplementarität. Das bedeutet, dass nur in den Fällen, in denen die Staaten, wo die Verbrechen begangen werden oder Staaten, wo sich Opfer und oder Täter befinden, verfolgen können, sollen das andere besser machen. Und der Gerichtshof in Den Haag, der internationale, ist nur dann zuständig, wenn niemand anders es machen kann, weil unwillig oder politisch nicht gewollt, unfähig, keine Ressourcen, keine juristischen Institutionen. Das heißt, und ich möchte da den Fokus drauf legen und nicht auf die internationalen Tribunale so sehr schauen, Deutschland ist in der Verantwortung. Deutschland hat selbstverständlich das Rom-Statut, das ist das Statut, was die Grundlage für diesen Strafgerichtshof bildet, selbstverständlich unterzeichnet, ratifiziert, pünktlich und liefert auch damit natürlich seinen Beitrag auch politisch aus, um politisch auszudrücken, wir setzen den Nürnberg-Gedanken und ein Ende der Straflosigkeit für die schwersten internationalen Verbrechen selbstverständlich fort und ist auch entscheidender Geldgeber, Personalgeber und so weiter. Also leistet seinen Beitrag. Aber nicht nur das, Deutschland hat auch das Komplementaritätsprinzip insofern umgesetzt. Am selben Tag, als das Rom-Statut in Kraft getreten ist, hat Deutschland das Völkerstrafgesetzbuch beschlossen, beziehungsweise es trat in Kraft. Also seit 1. Juli 2002, inzwischen fast 16 Jahre her, was ist seitdem passiert? Seitdem muss man sagen, was steht in dem Gesetz drin? Es ist sozusagen eine Umsetzung des Rom-Statuts in das deutsche Strafgesetzbuch. Das heißt, erstmalig werden explizit internationale Verbrechen verfolgbar, also Straftatbestände sind eingeführt, deutsche Zuständigkeit für Verbrechen, die im Ausland begangen werden, also in der Regel im Ausland begangen werden und in der Regel einen vielleicht noch andauernden Konflikt zum Hintergrund haben und wo, ohne jetzt in die Details reinzugehen, aber sagen wir mindestens deutsche Zuständigkeit besteht, allermindestens, wenn Täter, Täterinnen oder und Opfer hier in Deutschland sind. Alles andere sind dann Streitfälle, wie weit insgesamt eine allgemeine Zuständigkeit besteht. Aber schauen wir uns dann mal an, was ist seitdem passiert, seit dem 1. Juli 2002. Es ist genau seitdem, und ich gucke auf sexualisierte Gewalt wohlgemerkt, nicht auf andere Verbrechen, es dauerte fast 10 Jahre, bis das erste Verfahren hier in Deutschland begann und eine Anklage geschrieben worden ist und 2 Personen tatsächlich festgenommen und angeklagt wurden. Und zwar der Tatort in diesem Falle ist der Osten der Demokratischen Republik Kongo. Das, was ganz oft auch oder schlagzeilenmäßig als der Hauptort von Vergewaltigung oder die Hauptstadt der oder als Hauptstadt oder Hauptregion von Vergewaltigung, Massenvergewaltigung gilt. Bis heute ist dies die einzige, nicht nur die erste, sondern auch die einzige Anklage, also seit fast 16 Jahren, in der den Beschuldigten eben auch Sexualstraftaten vorgeworfen wurden. Schauen wir uns mal an, was daraus wurde. Zu einer Verurteilung wegen dieser Straftaten kam es nicht.
Diese Verfahrenskomplexe wurden im Laufe des Verfahrens eingestellt. Das Verfahren dauerte, ich weiß nicht, über 4 Jahre ungefähr, fand in Stuttgart beim Oberlandesgericht statt und hatte etliche Vorwürfe, aber diese Straftaten, und es gab betroffene Zeuginnen, die von Vergewaltigung sprachen und anderen Sexualstraftaten, die an ihnen begangen worden sind und die aber wegfielen, sagen wir mal, im Laufe des Verfahrens. Einstellung ist bei Großverfahren ein durchaus, ich sag mal, normaler Vorgang. Jetzt kann man sich angucken, warum ausgerechnet diese Straftaten, wo doch nun dieses Verfahren das erste überhaupt war und das erste und bisher auch das letzte Mal nach über 16 Jahren überhaupt sexualisierte Gewalt als Vorwürfe enthielten. Ich möchte also jetzt, und zwar wirklich mit dem Blick auf Deutschland, ohne näher die anderen internationalen oder internationalisierten Gerichte hier in diesem Beitrag anzusehen, gucken, woran liegt das und was sind die Ursachen dafür, dass ausgerechnet die Sexualstraftaten eingestellt worden sind, welche Faktoren haben dazu geführt und ein bisschen untersuchen, was ist der Hintergrund dafür, dass es ein langer Weg weiterhin ist, bis es zu einer Bestrafung tatsächlich von sexualisierter Gewalt im Kontext von bewaffneten Konflikten kommt. Ganz übergreifender Faktor ist, dass sexualisierte Gewalt im Kontext von bewaffneten Konflikten anders behandelt wird als andere Verbrechen. Nehmen wir es mal anders. Und wir haben als Merkmal, und wir haben auch heute Morgen bereits schon mehrfach dieses Problem ein bisschen angesprochen, schauen wir uns an, warum ist das so und was ist anders an diesen Straftaten als Mord, Überfälle von Dörfern, Plünderungen, schwere Vertreibungen, Massenvertreibungen von Menschen und so weiter und so weiter. Alles, was auf der Palette von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit steht. Schwere, schwere Straftaten, einschließlich Sexualstraftaten. Warum werden Sexualstraftaten anders behandelt und welche Annahmen liegen dem zugrunde? Das basiert auf einer Reihe von Mythen und Vorannahmen, die allerdings kaum hinterfragt werden. Die nun von mir folgende Aufzählung trifft nicht auf alle Fälle und Situationen gleichermaßen zu. Allerdings führen diese Annahmen letztendlich in ihrer Kombination dazu, dass die Verfolgung sexualisierter Gewalt im Kontext von bewaffnetem Konflikt bisher nicht nur nicht erfolgreich ist, sondern faktisch nicht stattgefunden hat. Und das, wie gesagt, in den letzten 16 Jahren, in denen dies möglich war und die gesetzliche Grundlage dafür da war. Das sind jetzt Annahmen, die unausgesprochen in der Regel sind, in der Regel auch eben, wie gesagt, nicht hinterfragt werden, sondern einfach existieren, unreflektiert existieren. Das beginnt damit, dass Fälle von sexualisierter Gewalt schwierig bzw. schwieriger zu ermitteln sind. Man geht also lieber den einfachen Weg und Beispiele, wo es jetzt zum Beispiel Verurteilungen gegeben hat, das sind Internetdokumentationen, ein IS-Kämpfer hält abgeschlagene Köpfe, das ist alles im Internet dokumentiert auf irgendwelchen Seiten und der Beweis ist da und der Täter einfach zuzuordnen. Auch andere Verbrechen sind einfacher, so jedenfalls das Bild bei der Staatsanwaltschaft, die ja zunächst die Ermittlungen dann aufnimmt. Schwierig, schwierig alles mit der sexualisierten Gewalt. Betroffene können oder wollen nicht aussagen. Bei dieser Annahme natürlich für einen Staatsanwalt, und ich nehme jetzt mal die männliche Form auch an dieser Stelle, weil es meistens hier männliche Vertreter der Behörde sind,
dann ermittle ich doch lieber gar nicht, wenn ich da welche habe, die sich schämen, die lieber nicht und lieber gar nicht sprechen wollen. Wage ich mich lieber gar nicht dran. Sexualisierte Gewalt, das ist die nächste Annahme, basiert ausschließlich auf Zeugenbeweis und nicht auf starken Beweismitteln, wie zum Beispiel Dokumentationen, Papiere, Anordnungen, Foto- und Filmdokumentationen von Straftaten. Die nächste Annahme, es gibt keine anderen Zeugen oder Zeuginnen als Beweismittel, da es sich um Delikte handelt, die im Geheimen begangen werden. Da schaut niemand zu. Was soll ein Staatsanwalt schon machen? Eine einzige Zeugin oder ein Zeuge, der oder die Aussagen. Da wage ich mich lieber nicht ran. Sexualstraftaten erfordern einen höheren Standard, um nachgewiesen zu werden. Verbreitete Annahme, weil Aussage gegen Aussage, falls der Angeklagte oder beziehungsweise die Beschuldigten sagen, stimmt alles gar nicht. Es ist schwierig nachzuweisen, dass hochrangige Verantwortliche von der Begehung der Verbrechen wussten oder Anhaltspunkte dafür hatten, dass solche Verbrechen von ihren Untergebenen begangen werden und nichts unternommen haben, diese Verbrechen zu verhindern. Also die sogenannte Vorgesetztenverantwortlichkeit. Es gibt in der Regel natürlich keine Anordnung. Nirgendwer schreibt nieder, geht los und begeht Sexualstraftaten, vergewaltigt. Also die Order, also die Anordnung findet sich meines Wissens bisher in keinem Fall oder dem, was mir nicht bekannt. Wie soll ein Staatsanwalt das nachweisen? Die Staatsanwalt geht schon, und das ist jetzt, kommen wir ein bisschen zum geschichtlichen Hintergrund oder zu der Annahme, was über welche Konflikte eigentlich, Common Ground ist, was ist bereits vorher bekannt. Es kommt vor, dass die Staatsanwaltschaft zu Beginn bereits von der Annahme ausgeht, dass es keine ausreichenden Beweise für sexualisierte Gewalt in einem bestimmten Konflikt gibt. Und wir hatten das ja hier vorhin bei dem Vortrag oder der Darstellung der Studie von Ruth Seifert. Konflikte soll es geben und Kriege, in denen sexualisierte Gewalt nicht vorkam. Dieselbe Annahme gab es für Kambodscha natürlich. Die Khmer Rouge waren sehr brutal, grausam, aber ansonsten, was sexualisierte Gewalt angeht, also das kam nicht vor, es war nämlich verboten. Und stellte sich natürlich auch raus, dass auch das nicht der Fall war. Ermittlungen werden weiterhin gebremst durch die vorherrschende Annahme, dass Vergewaltigung und andere sexualisierte Gewalt Ehrverbrechen sind und nicht Gewaltdelikte. Auch das eine ganz verbreitete Annahme. Die Ermittlungsbehörden gehen dann davon aus, dass es eine Hierarchie von Verbrechen gibt. Sexualisierte Gewalt ist dabei, zumindest aus Sicht der Staatsanwaltschaft, nicht, dass es, man sagt, ein schlimmes Verbrechen, aber ist unten angesiedelt, weil einfach ein schwieriger Fall nicht machbar wird. Es wird keine Priorität darauf gesetzt. Es wird eher gesagt, ich habe hier einen Konflikt zu ermitteln, da habe ich so und so viele Millionen Tote, Hunderttausende Vertreibungen. Das sind Zahlen, das ist dokumentiert, das ist in den Geschichtsbüchern, meine ganzen Dokumente, die mir hier, was schon alles geschrieben wurde über den Konflikt, das ist klar, hier sind so und so viele einfach, ja, umgebracht oder verhungert oder in Zwangsarbeit gestorben. Aber Priorität muss ich deshalb diesen Verbrechen geben, weil das sind die wirklich wichtigen Verbrechen. Sexualisierte Gewalt fällt jedenfalls bei der Hierarchisierung nicht darunter. Ein weiteres Problem, und das ist mehr ein faktisches, und zwar auch in Deutschland sehr verbreitet ist, obwohl es gerade jetzt ganz frisch sich ein klein bisschen geändert hat, dass in dieser Behörde, bei der Bundesanwaltschaft, ausschließlich männliche Staatsanwälte, jedenfalls zum Zeitpunkt, als dieser einzige Fall, was ich eben erwähnte, der in Stuttgart stattfand,
männliche Staatsanwälte in dieser Behörde tätig sind. Und diese legen die Strategie zu Beginn fest natürlich. Denn alles, was man in der Regel in einem Konflikt sieht, was an Verbrechen möglicherweise ermittelt werden könnte, ist natürlich viel zu viel. Man muss eine Auswahl treffen. Und das ist in all diesen großen, komplexen Fällen der Fall. Das heißt, man kann nicht allem nachgehen. Man muss Prioritäten setzen und dann muss man sich natürlich fragen, ich möchte ja auch gewinnen als Staatsanwalt bzw. Staatsanwältin, wenn ich sprechen würde, aber man möchte natürlich gewinnen. Das ist vor allem eben so ein bisschen der Ansatz dann der Common Law Staatsanwaltschaften und dann gehe ich doch lieber rein in das Verfahren mit einer sicheren Sache, also das, was ich schon in anderen Dokumenten und UN und sonst wem, wer auch immer schon darüber Materialien gesammelt hat und nehme das auf. Und das war zum Beispiel Jugoslawien ein ganz treibender Faktor, dass die Dokumentation von NGOs, von sexualisierter Gewalt einfach sehr umfangreich war und auch ein ganz, ganz stark in die Gründung, in dieses Tribunal mit eingebracht worden ist. Da ist tatsächlich sehr viel von NGO-Seite gekommen. Eine weitere Annahme, die herrscht, ist, sexualisierte Gewalt ist persönlich motiviert und ist ein Verbrechen, das angesichts einer Gelegenheit begangen wird, aber nicht systematisch. Wir hatten heute Morgen, ich möchte jetzt gar nicht so im Detail auf die Diskussion eingehen, aber ob nun der Gang dahin, dass es sich um eine Kriegswaffe handelt, wo wir jetzt sind und der auch tatsächlich eher nach hinten losgeht und nicht wirklich förderlich war, aber trotzdem diese Annahme führt auch dazu, dass persönliche ein einfacher Soldat oder ein Miliz, der anlässlich einer Plünderung in einem Dorf auch noch eine Vergewaltigung begeht, das ist sehr individuell, das ist anlässlich der Gelegenheit, die sich ihm gerade bietet, aber mehr nicht. Weit verbreitet ist auch die Annahme bei der Staatsanwaltschaft oder den Staatsanwaltschaften, dass Fälle von sexualisierter Gewalt nur verfolgt werden können, wenn sie weit verbreitet sind und oder ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das ist sozusagen die Formulierung von Verbrechen gegen die Menschheit. Das setzt voraus, ein weit verbreiteter Angriff gegen die Zivilbevölkerung oder ein systematischer. So, wenn man jetzt nicht genug findet dafür, dass systematische Vergewaltigungen oder weit verbreitet Vergewaltigungen begangen worden sind. Und wenn das die Anforderung sein soll, dann lasse ich es auch lieber sein. Es ist natürlich Unsinn, eine Falschannahme, wie ich ja schon gesagt habe, aber diese Annahme existiert und führt natürlich dazu, wenn ich nicht dieses Bild habe von, bei Kongo zumindest war es anders, oder bei ehemaligen Jugoslawien, aber dann ermittle ich doch erst gar nicht. Es würde reichen, wenn der Angriff an sich nachgewiesen ist als weit verbreiteter oder systematischer und eine einzige Vergewaltigung im Rahmen dieses Angriffs begangen worden ist. Aber, wie gesagt, wegen dieser Falschannahme führt das und in Kombination mit all dem, was ich bisher gesagt habe, dazu, dass Ermittlungen erst gar nicht angefangen werden oder nicht priorisiert werden oder eben auch durchgeführt werden in einer Art, die nicht zu einer Verurteilung führt. Also nur, wenn Priorität tatsächlich gesetzt wird auf Verfolgung sexualisierter Gewalt und ein uneingeschränkter Wille auch existiert, diese Verfahren erfolgreich und zwar bis zum Ende zu führen und nicht diese Vorwürfe und Straftaten vor einer Verurteilung, selbst wenn man sie in die Anklage reinbringt, aus anderen Gründen noch auf der Strecke bleiben. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dann im Laufe der Verfahren dazu führen, warum es nicht zu einer Verurteilung hier, wenn wir uns den ersten Fall in Deutschland anschauen, gekommen ist. Die Ermittler sind nicht auf die angemessene Befragung von Verletzten sexualisierter Gewalt ausgebildet und spezialisiert.
Das heißt, die Vernehmungen finden statt, ich sag mal spontan, und wer gerade zufällig, ich sag mal vielleicht mehr Bauchgefühl dabei hat, die richtigen Worte und Begriffe und auch die richtigen, dazu gehört natürlich auch Hintergrundwissen über Struktur von Verbrechen, was das für einen Hintergrund hat, dann führen die Befragungen nicht dazu, dass Vernehmungen durchgeführt werden, die tatsächlich auch in einem Verfahren zu einer Verurteilung führen können. Die betroffenen Verletzten werden nicht über ihre Rechte und Möglichkeiten, die sie nach der deutschen Strafprozessordnung haben, und wie gesagt, das sind ja Verfahren, die nach dem Völkerstrafgesetzbuch hier in Deutschland über Verbrechen irgendeinem Konflikt und hier in diesem Falle im Kongo durchgeführt werden. Das heißt, sie werden nicht aufgeklärt in einer Weise, dass sie verstehen und auch, was sie für Rechte haben und diese auch wahrnehmen können. Eine Verletzung dieser Informationspflicht, die sowohl ein Muss ist nach der deutschen Strafprozessordnung, eine Verletzung dieser Informationspflicht, die ebenfalls auf EU-Ebene besteht und von Deutschland auch selbstverständlich umgesetzt worden, also auf dem Papier steht. Und da steht nicht, kann sich die Staatsanwaltschaft oder die Ermittlungsbehörde das überlegen, wenn sie Lust hat, das zu tun oder nicht zu tun, sondern da steht, muss informieren in einer Art und Weise, sodass man das auch verstehen kann, also die Betroffenen, an die das gerichtet wird. Diese Verletzung der Informationspflichten ist nicht sanktionsfähig und bleibt natürlich damit folgenlos. Es mangelt darüber hinaus allen Beteiligten, einschließlich dem Gericht, an kulturell und sprachsensitiver Kompetenz. Kommunikation verläuft nicht angemessen und führt zu Unverständnis. Kommunikationsprobleme werden aber noch nicht mal wahrgenommen und geschweige denn reflektiert. Dazu ein Beispiel aus dem Urteil. Inzwischen gibt es ein Urteil dieses Oberlandesgerichts, des 6. Senats des Oberlandesgerichts Stuttgart, und das sich eben erstmalig mit, als erste Gericht überhaupt, was sich erstmalig mit mit sexualisierter Gewalt im Kontext eines bewaffneten Konflikts beschäftigte. Ich zitiere jetzt, weil das Gericht hat in dem Urteil immerhin auch über die sexualisierte Gewalt Ausführungen gemacht, obwohl dieser Teil abgetrennt eingestellt worden ist, also nicht verurteilt worden ist. Aber spricht über die Zeugen, die in audiovisuell vernommen worden sind und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich zitiere jetzt. Auch vieles insbesondere den Zeuginnen Z5 und Z10 offensichtlich aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds schwer, detailliert auf ihre Intimsphäre betreffende Fragen zu antworten. Insgesamt waren bei allen kongolesischen Zeugen, bedingt durch ihre Herkunft aus einem anderen Kulturkreis, Besonderheiten in der Art und Weise der Beschreibung von Erlebnissen und Geschehnissen festzustellen. Während die männlichen kongolesischen Zeugen, die sämtlich über eine gute Schulbildung verfügten, auf Nachfragen regelmäßig in der Lage waren, die von ihnen berichteten Vorgänge in einen größeren Zusammenhang zu stellen, Details nachzureichen und mögliche Missverständnisse durch weitere Erläuterungen klarzustellen, taten sich die kongolesischen Zeuginnen zum Teil sehr schwer, die Zielrichtung von Fragen zu erkennen und Vorgänge strukturiert darzustellen. Aufgrund ihrer mangelnden Schulbildung verfügten vor allem die Zeuginnen Z1 und Z5 lediglich über einen sehr einfachen Wortschatz, weshalb sie Ereignisse auch auf Nachfrage manchmal nur rudimentär beschreiben konnten. Darüber hinaus sprangen sie zeitlich bei den Schilderungen von Erlebnissen und hatten Schwierigkeiten, diese kalendermäßig einzuordnen. Zitat Ende. So viel zur Kompetenz des Senats, der offensichtlich nicht mit den Zeuginnen kommunizieren konnte. Eine weitere Beobachtung: historisches Hintergrundwissen über sowohl den Konflikt. Und da muss man natürlich auch sehen, welcher Narrativ ist der
herrschende, und man kann ja sehr unterschiedlich über Konflikte berichten, je nachdem aus welcher Perspektive, ist also historisches Hintergrundwissen kaum vorhanden. Ebenso wenig über den Hintergrund und Kontext von Sexualstraftaten. Vernehmungen werden unter engen Zeitvorgaben und unter Zeitdruck durchgeführt. Eine umfassende Befragung ist nicht möglich. Psychologischer Beistand für die Betroffenen wird nicht gewährt. Zeuginnen werden anonym präsentiert und einer umfassenden Befragung durch das Gericht und die Verteidigung entzogen, sodass immer damit gerechnet werden muss, dass sich das Gericht damit schwer tun wird, eine Verurteilung allein auf ihre Aussagen zu stützen. Dies erfolgt dann als sogenannte Schutzmaßnahme, obwohl tatsächlicher Zeugenschutz gar nicht gewährt wird. Die Verletzten werden zusätzlich zu ihrem angeblichen Schutz an der Wahrnehmung ihrer Rechte als Nebenklägerin, was sie in Deutschland ja könnten, gehindert, sodass sie keine rechtliche Vertretung haben und sich nicht an dem Verfahren beteiligen können. Die Sexualstraftaten werden in die Anklage aufgenommen und dienen später als reine Verhandlungsmasse, bevor sie dann eingestellt werden. Dolmetscherinnen sind nur selten darauf vorbereitet und kompetent in der Übersetzung von Aussagen zu Sexualstraftaten. Eine Wahlmöglichkeit des Geschlechts der Ermittler und Dolmetscher, ich habe jetzt hier bewusst die männliche Form genommen, besteht aus Mangel an Ressourcen meistens nicht. Thematische Ermittlungen, die auf sexualisierte Gewalt spezialisiert sind, existieren nicht. Beweismittel, die die Aussagen der Betroffenen stützen können, werden nicht ausreichend ermittelt. Vorurteile der Ermittler bezüglich sexualisierter Gewalt werden nicht identifiziert und auch nicht bearbeitet. Die Staatsanwaltschaft agiert in dem Glauben, dass sie die Betroffenen davor schützen muss, im Prozess auszusagen, um sie vor dem Risiko der Re- oder Traumatisierung zu bewahren. Fortbildungen für alle, die mit Verfahren sexualisierter Gewalt befasst sind, werden nicht systematisch durchgeführt und falls es einzelne Fortbildungen gibt, dann aber auch nicht getestet. Denn allein die Teilnahme einer Fortbildung sagt noch nichts aus. Soweit eine Zusammenfassung der wesentlichen Umstände, die dazu führen, dass Ermittlungen von sexualisierter Gewalt im Kontext von bewaffneten Konflikten nicht erfolgreich sind. Das Ende der Straflosigkeit ist noch lange nicht in Sicht. Ich komme nun zu ein paar Punkten, wie kann es weitergehen? Was können die ersten Schritte sein mit den Herausforderungen, und die gibt es tatsächlich in solchen Verfahren, das will ich auch nicht leugnen, die solche Verfahren mit sich bringen, Verfahren, wo die Tatorte und meistens auch die Zeuginnen und Zeugen im außereuropäischen Ausland sind, also weit weg, immer noch Kriegsgebieten. Staatsanwaltschaftliche Strategie sollte der Ermittlung sexualisierter Gewalt im Konflikt Priorität einräumen. Eine Hierarchisierung von Verbrechen darf es nicht geben. Sexualisierte Gewalt darf nicht als ein Verbrechen gelten, das schwieriger zu ermitteln ist als andere Verbrechen. Kompetenz in der Ermittlung von Sexualstraftaten muss erworben werden und immer wieder überprüft werden. Mythen und Fehlannahmen müssen identifiziert, offengelegt, analysiert und ausgeräumt werden. Erfahrungen, und die gibt es inzwischen, von internationalen Tribunalen müssen ausgewertet und zum Lernprozess beitragen. Selbstkritische Analyse der Fehler und möglicher Fehlerquellen muss durchgeführt werden. Interdisziplinärer Sachverstand ist einzubeziehen. Eine Struktur von rechtlicher, psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützung im Tatortland ist aufzubauen bzw. zu identifizieren und muss einbezogen werden, um die Betroffenen kompetent zu unterstützen, während und auch nach dem Verfahren. Die Frage der Kompensation, also der Reparationen, muss praxistauglich im Rahmen des Strafverfahrens und des Opferentschädigungsverfahrens, also das Opferentschädigungsgesetz, was auch dafür zuständig ist in Deutschland, aber nicht für diesen Personenkreis von Opfern aus in diesem Verfahren. Aus einem Strafprozess allerdings alleine können selbst im Idealfall, von dem wir Lichtjahre, wie ich beschrieben habe, entfernt sind,
Überlebende eines sexualisierten Gewaltverbrechens nicht gestärkt hervorgehen. Erforderlich ist immer auch, und das wurde auch heute bereits mehrfach erwähnt, die Stärkung der allgemeinen Lebenssituation, der dauerhaften, tatsächlichen und wirtschaftlichen Sicherung des Lebens, der positiven Unterstützung aus ihren unmittelbaren sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Erste Schritte werden also gemacht, wenn das, was ich angesprochen habe, in die Praxis des Völkerstrafrechts in der Bundesrepublik Eingang fände. Ein runder Tisch von Expertinnen und Experten aus allen Professionen, die Kompetenz dazu einbringen, sollte geschaffen werden, damit die vielfältigen Ursachen für unzureichende Ermittlungen und Verfahrensführungen vollständig identifiziert werden und sodann Lösungen erarbeitet werden können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Studzinski, für diese sehr präzisen und für die meisten von uns sicherlich seltenen Einblicke, die wir in auch ein solch besonderes Verfahren jetzt durch Sie bekommen haben. Ich frage noch mal ganz konkret nach, der runde Tisch, den Sie zuletzt erwähnt haben als Forderung, der ist sicherlich auch noch mal für die Politik interessant, aber wo sollte der aufgehängt sein oder wo sollte der angesiedelt sein? Da kann man sich mehrere Varianten machen, aber sollte sicherlich die Politik, die Entscheidungsträger und Trägerinnen mit einbeziehen. Das heißt, alle sogenannten, ich bin jetzt nicht so in der Politik, aber Häuser, wie sich das dann nennt, ne? Ministerien und Stellen, die auch tatsächlich Entscheidungen treffen können und natürlich für die vielfältigen Schnittstellen, die es gibt, auch tatsächlich entweder Anweisungen geben können, die relevant sind, oder aber und Empfehlungen oder auch Gesetze ändern. Zum Beispiel Völkerstraf, das ist vielleicht nicht das Hauptproblem, aber Völkerstraftaten sind noch nicht mal als Nebenklagedelikte aufgeführt. Ja? Wäre eine kleine Sache. Man kann das subsumieren und ersetzen oder sagen wir mal da erfinderisch sein, aber es sollte doch auch, um einen zum Ausdruck zu bringen, das sind auch nebenklagefähige Personen, Betroffene. Da gibt es eine ganze Auflistung, wer darf eine Nebenklage machen und dann fehlt Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Das sind ja nun die schwersten, die wir insgesamt haben von allen. Ja? Und nicht mal das ist gewährleistet. Aber wie gesagt, das ist nicht das Hauptproblem. An diesem runden Tisch sollten also Entscheidungsträger und Trägerinnen beteiligt sein und auch tatsächlich die Macht haben, dann das reinzutragen und zu Änderungen zu führen. Ja. Ich würde nur hier noch ergänzen, damit das Bild noch etwas runder wird. Ungefähr zwei Jahre bevor der Prozess in Stuttgart begonnen hat, hatten wir Besuch vom BKA in Köln. Man hat mit uns gesprochen, weil wir ja sehr viele Grassroot-Organisationen gerade im Osten des Kongos unterstützen und viele der Regionen abdecken, um die es auch ging in dem Prozess und eben auch entsprechende Zeuginnen. Man dachte, dass man entsprechende Zeuginnen dann über diesen Weg bekommen würde. In diesem Gespräch haben wir nur einige dieser sehr ausführlichen Punkte, die Silke jetzt erwähnt hat, aufgelistet, die für uns Minimumstandard sind, um überhaupt hier zusammenarbeiten zu können oder um überhaupt den lokalen Kolleginnen empfehlen zu können, mit dem BKA hier zusammenzuarbeiten. Kein einziger dieser Punkte nach einem einigermaßen traumasensiblen Setting, nach weiblichen Dolmetscherinnen, nach kulturellem Wissen, nach einigen der Punkte, die hier aufgelistet wurden. Kein einziger dieser Punkte konnte erfüllt werden oder konnte uns zugesagt werden, wonach wir natürlich zwangsläufig sagen mussten, so können wir nicht kooperieren. Also es macht keinen Spaß dann im Nachhinein, jetzt 5 Jahre später, diese ganze Realität nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Und ich denke, es ist hier wirklich High Time und höchste Verantwortung der zuständigen Stellen hier. Und vielleicht ist das ein noch größeres Tabu als die feministische Außenpolitik, eine feministische Justiz zu bilden. Also High Time hier endlich nachzubessern und das auch nur in irgendeiner Weise die überlebenden Frauen Gerechtigkeit bekommen können. Ja, ich nehme gerne oder wir nehmen gerne noch Fragen entgegen oder Kommentare.
Nee, es war die letzte Reihe. In der letzten Reihe war eine Frau. Hallo, mein Name ist Alexandra Lillikater. Ich arbeite für das ECCHR in Berlin. Und nur was Sie, Frau Hauser, gerade gesagt haben und auch an Ihre wundervollen Beitrag anzuschließen ist, also ich persönlich arbeite zu Syrien und zu Irak und wir haben ja Anfang dieses Jahres eine Strafanzeige erstellt zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Gefängnissen in Syrien. Und Anfang Mai wurden auch unsere ersten Mandantinnen und Zeugen vernommen und da haben wir beobachtet, dass die Ermittler und Dolmetscherinnen tatsächlich ausschließlich weiblich waren, wenn es dann um diese Vernehmung gegangen sind. Also nur, das ist ein ganz kleiner Mini-Schritt in die richtige Richtung im Mai gegeben hat. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Wenn ich nur vielleicht kurz was sage, aber die sind ja hier vernommen worden, ne? Und die Vernehmungen wiederum in dem Verfahren, jetzt in dem FDLR-Verfahren, über das ich gesprochen habe, haben ja in, sagen wir mal, im Kongo beziehungsweise nahe bei stattgefunden. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied auch, wo die Vernehmungen stattfinden. Ja, wobei sich ja Ihre Kritik auch auf deutsche Justiz bezogen hat, die ja hier mit Videoübertragung ja auch von hier aus vernommen hat. Also insofern verstehe ich das dann tatsächlich jetzt als kleinen Fortschritt. Da liegt ein bisschen Zeit zwischen den beiden Situationen. Man muss auch sagen, dass das sowohl BKA als auch die Bundesanwaltschaft seitdem ein paar Überlegungen angestellt hat, ein bisschen die Zusammensetzung also der Staatsanwaltschaft, die dafür zuständig, also der Abteilung, die dafür zuständig ist, vorgenommen hat. Ob das mit den Dolmetscherinnen immer so klappt, das mag ich zu bezweifeln, weil es hängt davon ab. Falls es welche gibt, ja. Falls nicht, dann eben nicht. So ist das. Und entsprechend, was ich gesagt habe und gefordert habe, ist, dass es einen Anspruch darauf geben muss, Wahlfreiheit zu haben. Das muss nicht zwingend eine weibliche Dolmetscherin, also eine Frau sein. Das kann auch andersrum sein und kommt auch auf die Umstände und wer das Opfer ist. Und es heißt nicht zwingend weiblich, aber eine Wahlfreiheit, das muss entscheidend sein. Ne? Wer Vernehmungsperson und wer welches Geschlecht Dolmetscher, Dolmetscherin haben soll. Das war nochmal die Verstärkung der positiven Erfahrung. Vielen Dank. Jessica habe ich jetzt von Medica Mondiale und dann Martina Fischer. Und ich würde gerne beide Beiträge oder beide Fragen hintereinander hören und sammeln. Okay, ja, ich habe eigentlich nur eine Anmerkung oder würde das nochmal gerne verstärken, weil das, was Silke eben vorgetragen hat, auch wenn es den rechtlichen Bereich betrifft, finde ich, kommt immer wieder ganz stark hervor oder zum Tragen, dass wir diesen ganzheitlichen Ansatz einfach brauchen. Wir können uns angucken, was die Juristen, Juristinnen alles falsch machen. Wir waren ja auch nah an dem Prozess dran, das war haarsträubend. Wir können aber auch, wenn wir auf den Beitrag von Professor Redemann zurückgreifen, sagen, was die Psychologen, Psychologinnen alles falsch machen, die Mediziner, Medizinerinnen. Ich denke einfach, und das ist auch nochmal die Bitte und die Aufforderung an die Politik, dass wir hier einfach immer diesen ganzheitlichen Blick haben müssen und dass sich zum Beispiel auch die deutsche Innenpolitik dafür zuständig fühlt, sich um geflüchtete Frauen zu kümmern, dass das nicht nur ein Thema ist, Gewaltschutz in deutschen Flüchtlingsunterkünften, dem sich irgendwie das Bundesfamilien-, Bundesfrauenministerium verpflichtet fühlt und die Innenpolitiker, Politikerinnen in Deutschland der Meinung sind, es betrifft sie nicht. Mhm. Das ist, finde ich, nochmal sehr, sehr wichtig und geht ein bisschen in die Richtung
die Franziska Brandner eben aufgegriffen hat. Alle müssen verpflichten, alle Politiker, Politikerinnen in Deutschland müssen sich verpflichtet fühlen, diese Themen aufzunehmen. Mhm. Und es macht wenig Sinn, immer nur auf, also es ist wichtig, die einzelnen Disziplinen, die wir nun mal haben in den einzelnen Fachrichtungen, natürlich besonders zu schulen, auch die Themen in die Curricula aufzunehmen, mhm. was ja unheimlich wichtig ist, damit eben auch die Studierenden sich mit den Themen von Anfang an befassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir allgemein dieses Thema mehr auf die politische Agenda und in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen müssen, weil wir sonst immer wieder dazu, ja, es kommt immer nur dazu, dass das Ganze einzeln nebeneinander herläuft. Und ich glaube, das trägt eben nicht dazu bei, dass wir weiterkommen in der Sache. Okay. Dankeschön. Frau Fischer. Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr plastisch, wie Sie diese ganzen Hinderungsgründe nochmal aufgelistet haben. Konnte mir das gut vorstellen, obwohl ich eben keine Juristin bin oder mir immer es Schwierigkeiten bereitet, mir das so im Prozess vorzustellen. Sie sagten, Lernprozesse von internationalen Tribunalen müssten ausgewertet werden. Und nach meinem Studium, sagen wir mal, der feministischen und sonstigen Literatur zu Transitional Justice habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass die Erfahrungen im Haager Jugoslawien-Tribunal doch irgendwie in die Praxis des Internationalen Strafgerichtshofes eingeflossen sind oder da zumindest reflektiert wurden. Und deshalb wäre meine Frage nochmal, was gibt es denn da? Gibt es da irgendwie so 1, 2, 3 konkrete Lernprozesse, die man benennen könnte, die man eben dann auch hierzulande einfach in solchen Forderungskatalog mit aufnehmen könnte? Und die zweite Frage ist, wie ist denn in diesem Stuttgarter Verfahren eigentlich nun Opferschutz gestaltet worden? Also bestand der jetzt wirklich nur in dieser Anonymisierung? Weil also aus den ganzen Gesprächen, die ich in Bosnien hatte, habe ich eben immer entnommen, dass das der Hauptgrund war, weshalb Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren, im Krieg eben nicht aussagen wollten, weil sie gesagt haben, wir sind vielleicht, wenn überhaupt, während des Verfahrens geschützt, aber danach garantiert nicht mehr. Ja, vielleicht zum ersten Frage. Also sehr zu empfehlen ist ein Buch, was vor, ich glaube, jetzt muss man sagen, fast 2 Jahren rausgekommen ist. Das Jugoslawien-Tribunal hat jetzt gerade geschlossen, Ende letzten Jahres. Und Serge Bramatz und Michel Jarvis, der leitende, also Chefstaatsanwalt und seine Stellvertreterin, haben ein Buch herausgegeben vor etwa 2 Jahren, in dem mit anderen, die Beiträge dazu geschrieben haben, alles Staff, also Mitarbeitende von der Staatsanwaltschaft und sehr selbstkritisch auch die eigenen Wege beleuchtet und Ursachen identifiziert und analysiert, welchen Weg sie selbst gegangen sind in der Ermittlung von sexualisierter Gewalt im Laufe der ganzen, ja, über 20, 25 Jahre. Ja? Und das ist auch gerade, weil es sehr selbstkritisch ist und nicht sagt, wir haben aber einen guten Job gemacht, ne? War schon okay so. Auch wirklich tatsächlich sehr selbstkritisch aufgeführt, was alles erst gar nicht gelaufen ist, was später besser wurde oder wie überhaupt auch Anweisungen überhaupt nicht umgesetzt worden sind. Oder dann wussten die, ich sag mal, die unten im Feld ermittelt haben, gar nicht, was denn die Policy war oder so, weil es einfach nicht ihnen mitgeteilt worden ist und so weiter und so weiter. Also es werden schon sehr viele Dinge benannt für auch verschiedene Verfahrensstadien, was dann immer mit den Sexualstraftaten passierte und wie sie auch, ne, zur Verhandlungsmasse wurden oder wenn gedealt worden ist, das war das erste Mal, was rausfiel. Ja? Oder was lieber nicht eingeräumt worden ist, selbst mit einem Teilgeständnis, und haben gesagt, na gut, Teilgeständnis reicht uns, wir einigen uns auf eine Strafe, haben wir einen Fall weniger. Ja? Und so weiter. Aber das sind ganz viele verschiedene Situationen. Also dieses Buch, ich weiß es nicht, wo es jetzt rausgekommen ist, habe ich, aber kann man finden mit den Herausgeberinnen. Und zur zweiten Frage, es war hier bei Stuttgart nur Anonymisierung, das ist kein Zeugenschutz, sondern Zeugenschutz wurde, und das ist natürlich auch eine Herausforderung, wie Deutschland für im Kongo lebende Personen, Zeugen, Zeuginnen, Zeugenschutz tatsächlich leisten muss. Dazu musste man entweder denn dieses Top-Mittel der neuen Identität und Umzug in ein anderes Land, was wahnsinnig aufwendig ist,
dazu auch teuer, aber davon will ich gar nicht reden, aber auch für die Betroffenen unerträglich ist. Also, dann werden ganze Familien unter neuer Identität verpflanzt von A nach B und neue Identität und so weiter aufgebaut. Ja, also das möchte man eigentlich, so möchte man kaum leben. Alle anderen darunterliegenden Maßnahmen sind kaum, und selbst diese hier auch kaum umsetzbar, wenn es nicht natürlich Kooperationen mit den jeweiligen Staaten gibt. Und dazu gehören ganz viele Maßnahmen, weil die Polizei von Deutschland kann ja nicht im Kongo oder in irgendeinem Land X agieren. Ja? Also es ist eine große Herausforderung, wie man das eigentlich machen will für die Zeugen, die im Ausland sind. Es gibt ja andere Fälle jetzt hier, wo durch die Geflüchteten auch viele hier sind in Deutschland. Also das heißt, möglicherweise hier auch einen Aufenthalt haben, dauerhaft, und dann auch anders natürlich zu schützen sind. Wobei eben Zeugenschutz grundsätzlich auch nie einen hundertprozentigen Schutz bietet. Ja? Und speziell, wenn es kleine Gemeinschaften sind, die sich auch aufeinander beziehen und die natürlich miteinander Kontakt haben, oder sei es nur in ihrer Sprache zu reden und. Also die auch dann Regeln natürlich befolgen müssen, die sie eigentlich aber gar nicht befolgen können oder so, um tatsächlich den Kontakt aus entsprechenden Gemeinschaften, also ihren Gemeinschaften, also damit sie eben nicht identifiziert werden, sich auch an solche Sachen halten müssen. Das heißt, das ist ein tatsächlich Problem natürlich von Zeugenschutz grundsätzlich, und die Bundesanwaltschaft hier in dem Stuttgarter Fall, FDLR-Fall, hat eben lediglich im Grunde anonymisiert und damit auch einfach rausgezogen aus dem Verfahren und damit auch keinen Zugang zu weder Nebenklagevertretung oder anderen Unterstützungen oder so. Also hier, wir wollen auch gar nicht über Reparationen reden oder Zugang zum Adhäsionsverfahren. Im Strafverfahren hätten Sie als Nebenklägerin das machen können, ja, Entschädigung verlangen können. Opferentschädigungsgesetz muss natürlich dringend geändert werden für diesen Personenkreis, der davon ausgeschlossen ist und so weiter. Ja, also die im Ausland sich befinden und hier, wo hier Strafverfahren laufen, ja, also entgegen der EU-Direktive, die das schon längst vorsieht, ne? Und so weiter. Also da ist auch einiges auf der Gesetzesebene zu machen, aber das ist, ich sage mal, fast das Geringste, was ich sehe, sondern es muss insgesamt ein ganz umfassender und wie Jessica auch richtig sagte, also aus interdisziplinärer Ansatz, weil eine einzige Änderung, also nur einmal eine weibliche Ermittlerin reinzuholen, und wie gesagt, weiblich ist auch, reicht auch nicht hin, sondern es geht natürlich auch um Kompetenz in diesen Verfahren. Es können gute Staatsanwältinnen sein, die aber, wie es hier auch der Fall war, zu sexuellem Missbrauch von Kindern sonst ermitteln. Also die wurde ausgeliehen, sage ich jetzt mal untechnisch, und dann zur Vernehmung geschickt, ohne die Akte zu kennen. Also die hat er im FDLR-Verfahren ausgesagt und beschrieben, wie sie da arbeiten musste. So, das hilft nicht unbedingt weiter. Also allein nur, wir haben zwar, zu dem Zeitpunkt gab es keine Staatsanwältin in dem Ressort, wir schicken dann eine von einem, die hat auch schon mal was mit, ja, Missbrauch von Kindern zu tun gehabt. Ne? Und so, das ist einfach zu wenig. Ja? Und das heißt, dazu muss natürlich auch wirklich Kompetenz, die überprüft wird, gehören. Und dann und im Rahmen von Zeugenschutz und Anonymisierung kann man sich tatsächlich auch noch andere Sachen überlegen und natürlich auch dem Herangehen, eine Aussage reicht uns nicht. Die Frauen sind ja gehört worden im Prozess hinter verschlossenen Türen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht vernommen worden sind. Und wir kennen ja auch jetzt aus einem ganz anderen Bereich, also ich sag mal eher Mafiösen oder wo V-Leute drin sind, die kommen mit entweder gar nicht oder verkleidet mit Bärten, mit irgendwelchen Polstern und erscheinen da ohne Namen, oder man muss sie über einen Dritten befragen und sieht sie niemals oder so, zu viel zu Befragungsrechten dann auch von Verteidigung. Ne? Und das reicht dann doch auch hin mit anderen, und deshalb habe ich gesagt, ergänzenden Ermittlungen. Ja? Was haben wir insgesamt von der Situation Ostkongo in der Zeit, denn was wissen wir denn darüber? Und da sind natürlich dann NGO-Berichte, Dokumentationen, und gerade für die Region gilt es, also da ist wirklich, existiert sehr viel an korrumpierenden, also bestätigenden Hintergrundmaterial, was man natürlich mit dazu nehmen kann. Ne? So, also es wäre sehr viel insgesamt, was trotzdem dann mit dieser Art der Befragung trotzdem hätte hinreichen können zu einer Verurteilung. Ja? Allerdings
ich hatte ja das zitiert aus dem Urteil, gab es also mehr als ein kleineres Kommunikationsproblem jedenfalls mit den Frauen, also mit den Zeuginnen. Ne? Vielen Dank. Es klingt auch nach einer frappierenden Mischung aus Ignoranz und Hilflosigkeit, die da zu Werke war. Aber offenbar hat eben auch zumindest, sag ich mal, die Transparenz, die Sie reingebracht haben, ja offenbar auch was bewirkt. Sie und andere vielleicht auch, die Kritik hinterher. Vielen Dank für diese Runde auf dem Panel. Ich danke Ihnen dreien nochmal für die Inputs sehr, sehr herzlich. Und ich würde gerne jetzt zu der Schlussrunde kommen, in der wir auch nochmal politische Fragen reflektieren können. Und ich möchte Marianne Zepp noch bitten, mit hier hochzukommen. Oder möchtest du dein Wort von der Stuhlreihe aus machen? Kommst du auch? Können wir dann einmal kurz wechseln? Ich kann einfach. Oder weiterrutschen, haben wir noch einen Stuhl? Vorhin hatten wir einen. Frau Brandner, Sie hatten ja mich eben schon noch mal um das Wort gebeten. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch mal zu der Frage des Rechtsapparates etwas sagen wollten. Auf jeden Fall haben wir ja noch. Alles gut, erst. Nee, Sie sollten gerne zuerst. Ich sollte ja. Ja. Das, wir haben ja noch auch die Frage offen von der Runde von vorhin. Also was wünscht sich die Politik, auch was braucht die Politik an Unterstützung von der Wissenschaft und von der Forschung? Wir haben auf den ersten beiden Panels auch sehr viel diese Frage ja diskutiert und debattiert, sehr kritisch auch. Vielleicht steigen Sie damit ein und dann ist tatsächlich auch noch mal die Frage, was kann die Politik auch jetzt mit dem, was wir heute diskutiert haben, auch aus der Opposition heraus, müssen Sie ja sprechen, was können Sie eigentlich noch sieht machen? Sieht danach aus, ja. Sieht danach aus, wobei ich nach dem knappen SPD-Parteitagsergebnis auch meine Hand nicht ins Feuer lege für die Mitglieder der SPD. Deswegen kann sich auch so in ein paar Wochen schon wieder anders ausschauen. Aber soweit. Momentan gibt es ja durchaus mediale Öffentlichkeit für die Ermittlungen mit Blick auf Syrien. Da habe ich durchaus sozusagen viele schriftliche Fragen gestellt und die auch ein bisschen gepiesackt und dadurch herausgefunden, wie wenig Personen dazu im BKA, Bundesanwaltschaft etc. arbeiten. Und ich glaube, der Druck auch aus den Verbänden von vielen ja auch syrischen Gruppierungen hat durchaus dazu geführt, dass es etwas aufgestockt wurde. Und ich habe jetzt gerade vorgestern wieder eine schriftliche Frage eingereicht, was Sie überhaupt vom Innenministeriumsseite dafür tun, die Flüchtlinge darüber zu informieren, dass es die Möglichkeit zur Aussage gibt und auch zum Opferschutz. Ja, weil es ist natürlich für viele, die hierher kommen, wissen es ja gar nicht. Und dass es auch nicht verwendet wird in ihren eigenen Asylverfahren. Ne? Also häufig haben die ja dann Angst, dass es negative Auswirkungen hat für ihre Verfahren. Dem Staat vertraut man erstmal nicht. Das ist zumindest meistens die Grundhaltung, die die Menschen haben, sehr berechtigt aus ihrer eigenen Erfahrung. Aber das ist natürlich, wo wir auch wissen, dass es durchaus auch noch ein großes Potenzial gibt, dass Deutschland da mehr Verantwortung übernimmt. Da sehe ich durchaus Fortschritte und die Möglichkeit, da noch mehr nachzuhaken. Und so ein runder Tisch, die Idee, wo ist sie jetzt, die Silke? Ach, da vor mir. Kann ich ja mit der Kollegin noch mal aufnehmen, die jetzt leider gehen musste. Und dann war die Frage, was wünschen wir uns von der Forschung? Den Teil, den ich immer noch weniger gut beleuchtet finde, ist die Frage von Präventionsarbeit und was da wirklich funktioniert. So, das finde ich ist immer noch. Es gibt mittlerweile bei Peacekeeping im klassischen Sinne, wir haben wie die patrouillieren müssen, damit es mehr Schutz gibt, welche Fragen die stellen müssen, wen sie befragen müssen. Dazu finde ich, ist auch noch nicht perfekt, aber da gibt es mittlerweile relativ große Erfahrungswerte. Sprachvermittlerinnen dabei haben, selber Frauen zu sein, an Orte zu gehen. Also da gibt es mittlerweile relativ viel. So. Ich finde, in diesem ganzen wirklich klassischen Präventionsbereich ist es häufig schwieriger. Also dann und da auch eben durchaus die Frage, welche Männerarbeit Sinn macht. Also das ist ja durchaus komplex. Und da merke ich bei mir immer selber, da
zumindest kenne ich nicht so viele Forschungen. Wenn es da welche gibt, dann mir einfach gerne schicken. Ich habe eine Ahnung, dass da die Forschung nicht ganz so, noch nicht so stark ist wie in den anderen Bereichen. Und die Auswirkungen, in Klammer langzeitige Auswirkungen auf Frauen und Männer und die Unterschiede. Das hatten wir heute Morgen als Diskussionspunkt. Ich treffe das in Diskussionen immer wieder. Ich finde, dass da der Forschungsstand noch, wahrscheinlich gibt es auch noch gar nicht so viele Langzeitstudien zu Männern, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber so diese systemische Analyse von den Auswirkungen, ob es da wirklich Unterschiede gibt, was macht die Feminisierung in Anführungsstrichen, so, das ist, finde ich, ein noch ganz interessanter Bereich. Und wir gehen ja auch immer alle dazu aus, dass dann die Männlichen wieder zu Tätern werden. Bei den Frauen tun wir das nicht. Warum eigentlich nicht? Also das sind so Fragen, die ich immer wieder habe. Und wie hängt es eigentlich zusammen? Und stimmt es so? Und ist es so einfach? Also gut, aber das sind so die, das sind, würde ich sagen, die Bereiche, wenn Sie so fragen, wo kann die Forschung noch was liefern? Und wenn es die schon gibt, dann mir geben. So. Gut, aber dann frage ich noch mal einmal nach, was können Sie denn sozusagen von Ihren Handlungsoptionen her auch dann zum Beispiel in Richtung mehr Präventionsarbeit machen? Naja, das eine ist diese Gewaltpräventionsarbeit an sich. So. Und dann ist aber natürlich immer noch die Frage, da kann man Programme auflegen etc., aber das eigentlich Notwendige ist ja zu fragen, wenn man die strukturellen Fragen anzugehen. Ja. Und dort waren halt bis jetzt immer die klassischen Antworten, genügend Frauen in die Parlamente, Gewaltschutzgesetze und irgendwie Polizei wird so und so gemacht. Und da habe ich manchmal eine, ob das wirklich alle strukturellen Fragen angeht oder nicht. So, das, aber so, ich glaube, so die klassischen Rezepte, die werden ja durchaus schon teilweise gemacht, auch nicht immer zufriedenstellend. So, da kann man immer noch mehr machen, da braucht man auch längerfristige Gelder. Alles, was wir vorhin hatten, wenn man das will, kann man das auch natürlich immer noch verstärken. Aber ich glaube, es gibt noch Bereiche, wo wir eben, sag ich mal, die einfacheren Antworten teilweise schon haben und die richtig schwierigen und auch noch ein bisschen ausstehen. So, das ist mein Gefühl, so, dass man manchmal noch eigentlich noch tiefer müsste. Und ich merke das an dieser MeToo-Debatte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass ich finde, dass sie in Deutschland bis jetzt außer auf diesem Wedel-Fall nicht aufgeschlagen ist. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die deutschen Männer besser sind. So, sondern frag mich die letzten Wochen immer, woran liegt das eigentlich, dass in Deutschland noch kein Politiker drüber gestolpert ist, außer dem Wedel sonst auch niemand und in allen anderen Ländern um uns rum schon reihenweise die Männer kippen. So, und mich schon frage, womit hängt das zusammen, dass es bei uns nicht ist? Wie gesagt, ich glaube nicht damit, dass die Männer an sich die besseren Männer sind im Vergleich zu weltweit. So. Und das sind so, da glaube ich, kommen wir zu den viel schwierigeren Fragen bei uns hin. Aber ich habe da auch noch nicht meine letztendliche Antwort drauf. Vielen Dank. Monika Hauser, ich denke, wir haben wirklich das, was wir uns vorgenommen haben, heute auch mit dem Tag geschafft, nämlich eine Brücke zu schlagen von dem verschütteten historischen Erbe sozusagen, dem Zweiten Weltkrieg, hin bis in die heutige Zeit, von der nationalen zur internationalen Ebene haben wir geschaut und tatsächlich festgestellt, es gibt nicht nur ein Kontinuum sexualisierter Kriegsgewalt, sondern an einigen Stellen war das auch nochmal mit einem sehr pessimistischen Ausblick verbunden, dass es sozusagen auch keinen, nicht unbedingt eine Abnahme geben wird, sondern eher zunimmt und immer noch die Handlungsmöglichkeiten dagegen zu gering sind. Was nimmst du mit? Wie blickst du in die Zukunft? Was sind wichtige, entscheidende Wege zu gehen, wichtige Instrumente in der weiteren Arbeit, eurer Arbeit? Nach diesem Tag möchte ich als erstes etwas sagen, was mittlerweile super altmodisch geworden ist, nämlich, dass wir alles dafür tun, um Krieg zu vermeiden. Ich denke, das ist etwas, was unsere Maxime sein muss bei jeglichem politischen Handeln. Denn wir haben ja heute sehr eindrücklich verstanden, welche langfristigen Folgen sexualisierte Gewalt mit sich bringen für die einzelnen Frauen, für ihre Familien, für die ganze Gesellschaft. Frau Redemann hat gesagt, es geht darum, den anderen in der Tiefe zu treffen
Und es kann einfach keine Ruhe in den nachfolgenden Gesellschaften, in den nachfolgenden Generationen eintreten. Das finde ich eigentlich, das Bild ist so aussagekräftig. Das gilt ja auch für uns. Es kann keine Ruhe eintreten. Und auf die Frage von Ruth Seifert heute Morgen auch nochmal, warum sexualisierte Gewalt so eine Wirkung hat. Ich denke, diese beiden Dinge hängen sehr eng zusammen, weil sie den inneren Kern einer Gesellschaft treffen. Sie treffen das soziale Innerste, da wo im Prinzip alles zusammengehalten wird. Und wenn es da so viel Zerstörung gibt und so viel nachhaltige Zerstörung, dann ist das doch klar, dass das einerseits von der Strategie her optimal ist, das zu treffen, ob jetzt kriegsstrategisch angeordnet oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es klar, dass wir Generationen brauchen, um hier wieder Ordnungen herzustellen, um aufzuräumen. Weil eben gerade die Frauen auch Trägerinnen in solchen gesellschaftlichen Prozessen sind. Übrigens prädestiniert sie das dann noch mal umso mehr, nicht nur bei Friedensverhandlungen teilzunehmen, sondern die Friedensverhandlungen zu führen. Weil sie diejenigen sind, die gesellschaftliche Prozesse auch tragen. Also das ist etwas, wo ich finde, das ist heute noch mal sehr, sehr gut rausgekommen. Und was für mich auch klar ist, dass wir wirklich nicht weiterkommen, wenn wir nicht die Dinge durch die feministische Linse betrachten. Jessica hat das vorher gesagt, in allen Arbeitsbereichen, wirklich in allen. Wenn ich heute sehe, was in der Gynäkologie, meinem ursprünglichen Arbeitsbereich, sich noch abspielt, wo wir schon vor 30 Jahren engagierte Gynäkologinnen ganz andere Pilotprojekte aufgelegt haben, da ich will hier wirklich keinen Arbeitsbereich rausnehmen, die zum Teil immer noch postfeudale interne Strukturen haben. Das heißt, wir können hier nicht in keinster Weise locker lassen, hier anzuklopfen und hier zu sagen, das sind die Forderungen, die wir haben. Also es klingt altmodisch. Wir haben ja auch in der Frauenbewegung immer wieder Zyklen. Und wir haben ja viele antifeministische Tendenzen zurzeit auch. Also das heißt, Allianzen bilden, vernetzen, und gemeinsam, in welchen Positionen wir auch immer sind, an den Dingen dran zu bleiben. Dankeschön. Und Gestaltungswillen übernehmen, das möchte ich auch nochmal sagen. Wir brauchen wirklich, neben der feministischen Analyse, brauchen wir auch profeministische Männer, wir brauchen profeministische Bündnispartner und wir müssen gemeinsam gestalten wollen. Das klingt so banal, aber es liegt auch an uns, die Zukunft, die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Und mittlerweile klinge ich manchmal schon wie eine Veteranin, wenn ich mir zuhöre. Aber wenn ich draußen arbeite, in Bosnien und Afghanistan, wundere ich mich immer wieder, was für eine Verzagtheit in Deutschland herrscht. Ich glaube, es könnte auch sich etwas entwickeln, wo man eben mit diesem Bewusstsein auf das, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Es ist viel analysiert worden, es ist viel aufgearbeitet worden. Sabine Bode stellt die Frage, ist es auch emotional aufgearbeitet worden? Das, wo so viele Berichte darüber mittlerweile über jede Facette des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus herrscht. Ist es emotional aufgearbeitet worden, was uns da im innersten Kern, uns, unsere Vorfahren, so massiv bedrängt hat und bei uns so viel Unordnung hinterlassen hat? Auch da denke ich, ist für die Forschung sehr, sehr viel noch zu tun, wenn wir alleine die Facetten von heute anschauen. Aber ich komme oft zurück aus den Nachkriegskontexten und bringe mehr Optimismus mit, als ich den hier in Deutschland erlebe. Also das heißt, welchen Gestaltungswillen haben wir? Und wir können doch mit sehr viel Selbstbewusstsein auch auf das schauen, was da geschaffen wurde in den letzten Jahrzehnten und was wir auch geschaffen haben. 2015, die große Kraft im Zusammenhang, als geflüchtete Menschen hierher kamen und diese Willkommenskultur. Was können wir tun, um diese Willkommenskultur weiter aufrechtzuerhalten und zu gestalten und nicht jenen anderen, die nur zerstörerisch unterwegs sind, das Feld überlassen? Das ist doch etwas, wo wir mit unserer Kraft drangehen können und
wir brauchen Zuversicht. Wir brauchen die Zuversicht, dass gemeinsam hier vieles gelingen kann. Und ich denke, aus der Geschichte zu lernen bedeutet auch, zu wissen, dass auch Menschen hierzulande, diejenigen, die Nachfahren der unmittelbaren Täter und Täterinnen sind, aber auch die Zugewanderten, die schon lange hierher gekommenen, bringen so viel kulturelle und soziale Kompetenzen mit. Gemeinsam ist hier doch sehr viel möglich. Und die Lösung kann nur im Gemeinsamen liegen. Davon bin ich tief überzeugt. Vielen herzlichen Dank, Monika Hauser. Marianne, heute Morgen habe ich das erste Panel, die Historikerin, habe ich gefragt, wie sollen Öffentlichkeit, Politik und Zivilgesellschaft weiter mit den historischen Themen, die wir aufgeworfen haben, auch mit vielen, vielen neuen Informationen, wie sollen Politik und Öffentlichkeit damit umgehen? Was sind deine Erwartungen? Wie blickst du an diesem Tag, an diesem auch für dich denkwürdigen Tag heute nach vorne? Also da sind wir wieder bei der Frage, die mich eigentlich mein ganzes Berufsleben hier begleitet hat. Was können wir aus der Geschichte lernen? Und als professionelle Historikerin, die ich ja bin, schrecke ich vor dieser Frage immer etwas zurück. Und weil ich denke, die Zufälligkeit dessen, was sich in der Zukunft noch abspielen wird, die sehen wir nicht voraus. Und das ist auch bei diesem Thema so. Ich habe mir deshalb für diese Abschlussrunde zwei Sachen notiert, die ich heute hier mitnehme und die ich auch noch mal als analytische, als analytischen Gewinn dieses Tages hier vielleicht anbieten kann. Das eine ist die Erkenntnis von heute Morgen und auch von Ihrem Beitrag eben ist die Wirkmächtigkeit von den jeweiligen Interpretationsrahmen. Also wir haben heute Morgen gesehen, dass dieses Leid und diese Not, die die Frauen nach dem Kriege erlebt haben, sehr viel damit zu tun hatte, in welchem Interpretationsrahmen diese Verbrechen gesetzt wurden. Und das hat sich ja jetzt eben auch noch mal bei der Frage der justiziellen Verarbeitung gezeigt. Und die feministische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten sehr viel dazu beigetragen, den Normierungsrahmen wirklich zu verschieben. Die Frage ist, was Ruth Seifert auch angestoßen hat, ist natürlich, dass dieser Erkenntnisrahmen sich auch wieder verschiebt und die Frage nach männlichen Opfern, nach weiblichen Tätern vielleicht auch jetzt dazu beiträgt, dass unsere binäre Erklärung etwas ins Wanken kommt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass auch da wieder Perspektiven eröffnet werden, die opferzentriert sind. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, wenn wir hier den Bogen schlagen von der Forschung zu den Aktiven, dass wir nicht die Opferzentrierung aus den Augen verlieren. Und die zweite Erkenntnis ist von heute Morgen, dass immer wieder auch darauf verwiesen wurde, dass dieses Geschehen auch damit zu tun hat, dass Männlichkeit sich immer wieder neu rekonstruiert und dass dieses Fragile, was Männlichkeit hat, worüber wir leider Herrn Pohl heute nicht hören konnten, was ich sehr bedauere, dass das ein Schlüsselpunkt ist, aber auch das ist, glaube ich, noch mal interpretierbar in verschiedenen historischen Kontexten und in verschiedenen anderen Kontexten auch. Also das ist auch ein Punkt, was Sie ja vorhin auch angesprochen haben, wo man näher hingucken muss und der auch veränderbar sein kann. Also weil er ist gesellschaftlich geprägt und er ist gesellschaftlich gemacht, das heißt, er kann auch gesellschaftlich verändert werden. Das glaube ich, ist auch etwas, und das gerade in der Zeit, und jetzt komme ich auch wieder auf die Kontingenz des geschichtlichen Geschehens zu sprechen, in einer Zeit, wo wir erleben, dass das, was die Amerikanerinnen als toxische Männlichkeit bezeichnen,
wieder im politischen Feld aktiv ist. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht. Und da, glaube ich, müssen wir uns wieder neu verständigen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir diesen Kongress heute gemacht haben. Ja. Sehr herzlichen Dank. Oder? Ja. Ich würde sonst, ja, gerne. Ja, also ich wollte jetzt sozusagen schon zum Schluss auch überleiten und dazu gehört, dass ich mich noch erstens bei Birte ganz, ganz herzlich bedanke. Sie war der Backbone dieses Tages hier und sie hat uns durch diesen Tag geleitet, der ja auch in manchen Sachen nicht so ganz einfach war. Mein zweiter Dank gilt Annika Magnussen, die die Organisation gemacht hat und mich sehr unterstützt hat, das Ganze hier zum Erfolg zu führen. Und mein dritter Dank geht an unser Tagungsbüro, die für die Räumlichkeiten. Ja, vielen Dank, Marianne. Der Dank geht auch an alle Podiumsgäste. Sehr herzlichen Dank für Ihre auch Tage, also dass Sie den ganzen Tag auch teilweise hier mit uns verbracht haben, mitdiskutiert haben und auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses langen und wie Marianne eben auch ganz richtig sagte, nicht immer leicht zu verdauenden Tages. Vielen Dank auch nochmal an die Heinrich-Böll-Stiftung, an das Tagungsbüro, an Annika und an Medica Mondiale für die Unterstützung und die Zusammenarbeit. Ich möchte es auch nicht versäumen, mich auch zu bedanken für die tolle Vorbereitung, dass wir heute hier so miteinander tagen konnten. Ich freue mich auf weitere Kooperationen mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Da bist du dann vielleicht nicht mehr dabei, Marianne. Aber ich hoffe, dass es inhaltlich weiter gemeinsam geht. Und dir wünsche ich alles Gute. Ja, alles Gute. Ich möchte ganz am Ende einfach nochmal Marianne danken, ja, weil ohne dich wäre das hier alles gar nicht zustande gekommen. Du hast unglaublich viel Geduld mit uns gehabt in dem Prozess. Das war auch nicht immer einfach. Und wir haben über Wochen immer wieder telefoniert, Telefonkonferenzen, Treffen gehabt, um das wirklich zusammenzubinden. Und ich glaube, das hat ganz viel mit deiner Kraft und Leidenschaft und Erfahrung bei diesem Thema zu tun. Ich danke dir wirklich sehr. Und ich kenne dich auch schon eine ganze Weile. Und ich habe auch in dem Verfahren noch mal wieder viel von dir lernen dürfen. Dankeschön.